Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute ganz herzlich zu unserem ersten Wiener Wufinar begrüßen. Mein Name ist Eva Persi, ich darf die Tüfelsammelstelle Wien leiten. Wir sind heute Ihre Veranstalterinnen. Wie ist diese Veranstaltung entstanden? Ja, wir bekommen immer wieder Anfragen von Menschen, die gern Teilzeit mit Hunden etwas unternehmen möchten. Sei es Menschen, die Gassi gehen für den Nachbarn, sei es die Familie, Freunde, die auch mal auf einen Hund aufpassen. Und da kommen so Fragen wie, ja, was muss ich da beachten? Einerseits rechtlich, andererseits im Umgang mit den Hunden. Ja, diese Fragen sollen halt alle in aller Ausführlichkeit erläutert werden. Und dazu möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken bei den Personen, die dahinter stehen. Einerseits natürlich unsere Vortragende heute, Simone Gräber. Andererseits unsere Expertin für strategische Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Indra Klei. Ja, und kein Online-Seminar ohne Technik. Deswegen auch Dank an unser Technik-Team hier vor Ort. Gut, dann wünsche ich Ihnen sehr gute Unterhaltung und möchte Sie auch wirklich auffordern, mit uns in Kontakt zu bleiben. Hierzu finden Sie alle Infos auf unserer Homepage www.tieranwalt.at. Gute Unterhaltung. So, jetzt darf ich übernehmen. Okay, ich hoffe, man sieht mich. Mein Name ist Indra Klei und ich bin ebenfalls von der Tierschutzombudsstelle Wien und wollte Ihnen ganz kurz noch ein paar Fragen ein paar Informationen zum Ablauf geben. Und zwar ist es so, dass Sie alle stumm geschaltet sind. Das heißt, Sie können also keine Fragen direkt während des Vortrags stellen. Aber Sie haben die Möglichkeit, dass Sie in den Chat Ihre Fragen schreiben. Und wir werden die sammeln und dann am Ende des Vortrags alle dann unserer Expertin, der Simone, stellen. Das heißt, Sie müssen keine Sorge haben, dass da irgendwas untergeht oder so. Einfach in den Chat schreiben und dann behandeln wir das am Ende. Wenn es ganz konkrete Fragen oder Verständnisfragen zu Dingen gibt, die Simone erzählt im Vortrag, dann haben wir auch die Möglichkeit, dass wir das zwischendurch dann stellen nach den einzelnen Kapiteln, damit einfach die Wartezeit dann nicht so lang ist und man vielleicht vergisst, was man denn eigentlich genau wissen wollte. Wir werden während des Vortrags auch eine Pause machen, also etwa nach der Hälfte der Zeit machen wir so 5 bis 10 Minuten Pause. Das ist ja auch immer ganz wichtig zu wissen. Und wir werden diese ganze Veranstaltung, das ganze Wufinar im Anschluss online stellen auf unsere Website auf www.tieranwalt.at. Da werden Sie dann also in den nächsten Tagen das ganze Wufinar noch einmal zum Anschauen haben. Vielleicht, ja, wenn Sie noch mal nachschauen wollen, gewisse Dinge sich noch mal vertiefen wollen oder auch für diejenigen, die vielleicht heute nicht die ganze Zeit dabei sein können. Es wird also dann auf tieranwalt.at zu finden sein. Und jetzt übergebe ich auch schon an meine liebe Kollegin Simone, die neben mir sitzt. Deswegen schaue ich immer rüber und wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Wufinar. So, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute so zahlreich zu uns gestoßen sind, um sich das Wiener Wufinar anzuhören. Das ist unser Online-Kompaktkurs für alle Interessierten, die vielleicht mit Hunden Gassi gehen, vielleicht überlegen, sich einen Hund anzuschaffen oder auch mal auf Hunde von Bekannten aufpassen. Und dazu werden wir uns jetzt gleich ins Geschehen stürzen. Und ich darf unsere hübsche PowerPoint-Präsentation öffnen, damit wir dann gleich anfangen können. Zunächst einmal, wenn Sie mit einem Hund spazieren gehen möchten, wenn Sie auf den aufpassen, dann bietet es sich an, dass Sie diesen Gassi-Hund oder den Hund, für den Sie Verantwortung übernehmen, ein bisschen besser kennenlernen. Und wenn Sie dazu den Halter des Hundes oder die Halterin fragen, was für diesen Hund gut ist, gibt es einige wichtige Dinge zu beachten. Zunächst einmal können Sie fragen, wie der Ihnen anvertraute Hund sich mit Kindern, mit anderen Hunden und so weiter verträgt, damit Sie auf der Straße keine unliebsamen Überraschungen dann erleben und der Hund vielleicht sich in einer Art und Weise verhält, die schwierig handelbar ist. Sie können nachfragen, ob es Dinge gibt, vor denen dieser Hund sich fürchtet und vor allem auch, ob er von alleine gelassen werden darf. Das heißt, ob er Freilauf bekommen darf in Freilaufgebieten oder Hundezonen. Oder ob es besser ist, ihn an der Leine zu sichern. Wenn Sie natürlich mit dem Hund einen Ausflug unternehmen möchten, macht es Sinn zu fragen, ob er problemlos mit den Öffis fährt. Und dazu muss er natürlich auch schon den Maulkorb kennen. Wenn Sie ein bisschen weiter wegfahren möchten, ist es gut zu erfahren, ob der Hund Autofahren kennt oder ob ihm auf der Fahrt dann so schlecht wird, dass er vom Spaziergang nicht mehr viel hat.
Vorsicht wäre geboten, wenn dieser Hund alles aufliest, was auf der Straße herumliegt. In Wien ist dann doch auf den Straßen immer wieder mal ein Wurstsemmerl zu finden. Und da muss man vorher den Halter oder die Halterin fragen, ob der Hund alles aufnimmt oder ob es vielleicht Signale gibt, die unterstützend helfen können, damit man dem Hund sagt, dass es bitte sein lassen soll. Wenn der Hund ein bisschen länger als einen Spaziergang zur Betreuung kommt, wenn Sie vielleicht eine Nacht auf den aufpassen oder sogar für eine Urlaubsbetreuung, dann ist es natürlich sinnvoll zu fragen, ob er eine Lieblingsdecke hat, ein Spielzeug, das er unbedingt braucht, damit sein Aufenthalt wirklich gut und angenehm gestaltet werden kann, vielleicht eine Schüssel für Wasser und Futter. Es ist auch wichtig zu erfahren, ob der Hund Unverträglichkeiten hat, das heißt, ob es irgendwelche Dinge gibt vom Futter, die er nicht gut verträgt, vielleicht eine Geflügelunverträglichkeit, ob er Spezialleckerlis braucht und welche Futtersorten er fressen darf oder nicht. Eventuell macht es auch Sinn, dass Sie dann Halter oder Halterin bitten, Ihnen das Futter mitzugeben, damit der Hund auch sein gewohntes Fressen hat und dann nicht aufgrund dieses Aufenthaltes und dem damit verbundenen Stress natürlich und der Aufregung Verdauungsprobleme bekommt, weil die sind dann nicht besonders lustig für den Hund und auch nicht für Sie. Im Fall der Fälle ist es gut, wenn Sie einen Tierarzt kennen, wo der Hund schon mal vorstellig war, wo er vielleicht seinen Jahrescheckup bekommt oder es vielleicht auch einen anderen Notfallkontakt gibt, der den Hund gut kennt und der Ihnen im Fall der Fälle unterstützend zur Seite stehen kann. Mit diesen ersten Fragen wissen Sie dann schon einiges über den Hund, mit dem Sie unterwegs sein wollen und müssen jetzt überlegen, was ist die perfekte Ausstattung, mit dem Sie sich in den Wiener Straßen oder vielleicht auch ein bisschen rundherum mit diesem Hund bewegen können. Sie sehen auf dieser ersten Folie schon einmal ein schönes Y-Geschirr. Das wird jetzt dann gleich noch einmal Thema. Der Hund hat ein Y-Geschirr. Sie sehen da auch eine kleine Tasche auf der Seite, in der sind Leckerlis. Im oberen Bereich erkennt man auch schon einen Maulkorb, den man in Wien immer wieder braucht und natürlich eine Leine. Zum Thema Brustgeschirr oder Halsband. Grundsätzlich kann man natürlich schon für ein Brustgeschirr plädieren. Die Kräfteverteilung dabei entlastet die Wirbelsäule optimal. Dazu muss das Brustgeschirr aber auch wirklich ganz gut passen. Also diese gute Passform ist wichtig, damit das Brustgeschirr gut passt, damit die Wirbelsäule entlastet wird und damit es auch nicht zu viel Belastungen kommt. Wenn der Hund mit einem Halsband ausgestattet ist, sollte das jedenfalls nicht zu schmal sein, sondern der Halsform des Hundes angepasst. Ich habe gerade schon mal das Y-Brustgeschirr erwähnt. Das Y-Brustgeschirr, das Sie auf den beiden vorigen Folien gesehen haben, lässt bei den Schultergelenken viel Bewegungsfreiheit. Auch der Hals des Hundes ist ganz freigelassen und dieses Y soll mittig auf dem Brustbein liegen. Die Achseln des Hundes sind dabei frei und der Bewegungsradius des Vorderbeins wird nicht eingeschränkt. Ich gehe noch mal kurz zur vorderen Folie, damit Sie das sehen. Es passt da ungefähr eine Handbreit zwischen die Achsel des Hundes und zwischen den Brustriemen. So viel Platz muss sein, damit der Hund den Bewegungsradius vom Vorderbein wirklich voll ausnutzen kann. Und vor allem auch beim Halsriemen sehen Sie, das geht nicht über die Schultern. Und deswegen haben wir hier auch das Norweger Geschirr erwähnt. Norweger Geschirre passen nur den wenigsten Hunden ganz optimal. Das sind die Geschirre, die man kennt, wo ein ganz breiter, großer Riemen vorne über die Brust des Hundes geht. Und meistens haben die am Rücken so eine Art Sattel und auch einen Griff, was man vielleicht als praktisch empfindet, um den Hund hochheben zu können. Das ist aber für den Hund nicht besonders angenehm. Und die wenigsten Norweger Geschirre passen Hunden auch wirklich gut. Das heißt, auf jeden Fall plädieren wir immer zu einem Y-Geschirr oder im Handel auch erhältlich ganz normal als Führgeschirr. Wenn Sie unterwegs sind, brauchen Sie natürlich in Wien auch eine Leine. Da bietet es sich an, eine 1,5 bis 3 Meter Leine zu nehmen. Das könnte auch eine 3-Punkt-Leine sein. Das bedeutet, dass man den Karabiner an unterschiedlichen Ringen auf der Leine einhängen kann und somit die Länge ganz variabel festlegen, und zwar dem Straßenverkehr abhängig, damit der Hund zwar jederzeit kontrollierbar, aber in seinem Bewegungsradius nicht eingeschränkt wird und vor allem nicht in eine
in eine unnatürliche Haltung gezwungen wird. Das passiert ganz gerne bei sogenannten Kurzführern. Das sind so wirklich ganz, ganz kurze Leinen, die im Handel erhältlich sind, die aber für den Hund überhaupt nicht passend und sinnvoll für den Spaziergang sind. Wenn Sie Ihrem Hund am Spaziergang ein bisschen mehr Bewegungsspielraum bieten wollen und der Verkehr es auch zulässt oder wenn Sie auf einer großen Wiese sind, dann ist es gut, eine Schleppleine zu verwenden. Die gibt es von 5 bis 20 Metern oder manchmal sogar länger und damit können Sie den Hund optimal sichern. Gemeint sind damit bitte nicht diese Flexileinen, also diese Ausziehleinen, wo man auf den Leinenknopf drückt und dann strafft sich die Leine. Flexileinen sind insofern unpraktisch, weil man sie nicht so leicht unter Kontrolle hat, weil sich Hunde und Menschen verletzen können und sich ganz fürchterliche Verbrennungen zuziehen, wenn man da hineinläuft in die straffe Leine. Und was natürlich auch noch so ein Punkt von der Flexileine ist, den man beachten sollte, ist, die Leine ist immer auf Spannung. Ja? Das heißt, der Hund lernt eigentlich ganz, ganz professionell ziehen. Das heißt, wenn Sie mit Ihrem Hund lieber an lockerer Leine spazieren gehen, dann ist eine Schleppleine zur Sicherung ganz viel besser. Sie brauchen in Wien natürlich auch meistens einen Maulkorb. Maulkörbe müssen der Größe und der Kopfform des Hundes angepasst sein. Sie sollen luftdurchlässig sein und Hecheln und Wasseraufnahme muss dem Hund ermöglicht werden. Das steht auch tatsächlich ganz genauso im Gesetz drinnen. Das heißt, es ist wichtig, dass dieser Maulkorb gut passt. Es gibt jetzt immer wieder diesen Trend, Hunden Maulschlaufen, also es sind diese Nylon-Maulschlaufen, die das Maul komplett umschließen, anzuziehen. Das Praktische an den Nylon-Schlaufen ist, dass die ganz, ganz leicht sind. Man kann sie zusammenfalten, gut in die Tasche stopfen. Unpraktisch daran ist, dass der Hund überhaupt keine Luft mehr bekommt. Der kann nicht hecheln. Und das wird gerade im Sommer wirklich lebensgefährlich. Also halten Sie bitte unbedingt Abstand von Maulschlaufen. Die sind dem Hundewohl absolut nicht zuträglich. Ich zeige Ihnen jetzt mit unserem Assistenzhündchen, dem Flocki, wie man so einen Maulkorb optimal am besten an den Hund anpasst oder dem Hund anzieht, weil es normalerweise ja so ist, dass der Maulkorb ganz gerne ziemlich brachial auf den Hund aufgestülpt wird. Aber ich zeige Ihnen, wie wir das machen können, damit das nicht passiert. Und ich werde dazu versuchen, das Sharing zu beenden, damit Sie mich auch groß sehen. Flocki. Also, der ist ein bisschen aufgeregt, der kleine Mann. Das, was man ganz gerne sieht und was wir bitte nicht möchten und deswegen vorbeugen, ist, dass der Maulkorb einfach auf den Hund draufgestülpt wird. Ja, ganz brachial, ich mache das zu, der Hund wehrt sich ein bisschen dagegen. Damit das für Ihren Hund eine nette, lustige Angelegenheit wird und er lernt, dass der Maulkorb nicht sein Feind ist, nehmen Sie am besten ein paar Leckerlis, die habe ich hier in der Hand, geben Sie in den Maulkorb hinein, halte den Maulkorb und der Flocki hat dann die Möglichkeit, selbstständig, weil es gut schmeckt, weil es gut riecht, zum Maulkorb zu kommen, seine Nase hineinzustecken und dann kann ich ihn langsam an das Schließen dieses Maulkorbes gewöhnen. Das dauert natürlich ein bisschen und ist nicht mit einem Durchgang gemacht. Aber dadurch lernt er, dass Maulkorbtragen eigentlich keine schlimme Sache ist. Okay? Sehr gut dann. Okay, gut gemacht. Gute Assistenten braucht man immer. So, und jetzt werden wir uns wieder unserer PowerPoint widmen. Ich hoffe, zum Maulkorbtraining ist das klar. Und wenn es dazu Fragen gibt, bitte unbedingt her damit, weil es ist so ein wichtiges Thema, dass Hunde nicht gezwungen werden, was aufzusetzen, sondern dass sie es langsam und kleinschrittig lernen. Natürlich, wenn Sie jetzt mit einem Hund unterwegs sind, den Sie nicht gut kennen, ist es eigentlich Aufgabe des Halters oder der Halterin, das mit dem Hund zu üben. Aber Sie haben jetzt vielleicht die Tools und ein paar Tipps in der Hand, um da auch unterstützend einwirken zu können. Sonst noch nützlich am Spaziergang ist vielleicht ein Lieblingsspielzeug vom Hund. Dazu eignen sich Kautschukspielzeuge wie zum Beispiel Kongs oder Bälle aus diesem festen Kautschukmaterial oder Seilspielzeuge. Es ist aber ganz wichtig, dass Sie mit dem Hund mit dem Spielzeug nur dann spielen, wenn keine anderen Hunde in der Nähe sind, um Ressourcenverteidigung vorzubeugen. Wir kommen dann noch zu dem Punkt, wie das funktioniert, warum das so ist. Ganz wichtig, bitte kein Spielzeug verwenden, wenn andere Hunde in der Nähe sind. Zur Erfrischung
Bietet sich ein faltbarer Hundenapf an oder eine Reisewasserflasche mit integriertem Napf, so wie man das auf dem Bild daneben sieht, wo die kleine Hündin aus der Schüssel trinkt, die eigentlich an der Flasche befestigt ist. Und auch Snacks und Leckerlis zur Belohnung sind immer eine gute Möglichkeit, um den Spaziergang aufzulockern. So. Wenn Sie dann unterwegs sind, gemeinsam in der Stadt, gibt es einige Dinge, die Sie beachten können, damit das Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund besser klappt. Zunächst gibt es da mal ein paar Missverständnisse, die sich hartnäckig halten und die wir einfach versuchen, immer weiter auszuräumen, indem wir aufklären und Menschen wie Ihnen auch erzählen, wie diese Dinge zustande kommen und wie nicht. Zum Beispiel ist Wedeln, und das ist etwas, was fast jeder glaubt, Wedeln bedeutet, der Hund freut sich. Das ist aber nicht so. Wedeln bedeutet vorrangig einmal Aufregung. Das heißt, das kann positive, das kann negative Aufregung sein. Wenn Hunde wedeln, muss man immer erst mal anschauen, wie der Hund wedelt. Ob die Rute ganz stark in der Höhe ist, ob die vielleicht irgendwo auf Halbmast wedelt oder ob er sie sogar eingezogen hat. Das gibt uns alles Aufschluss und darüber werden wir bei der Sprache des Hundes auch noch kurz was hören. Klassische Unhöflichkeiten zwischen Mensch und Hund sind, wenn man den Hund sehr direkt anstarrt, frontal auf ihn zugeht oder ihn von oben am Kopf betatscht oder streichelt. Wobei man sich da ein bisschen vor Augen führen muss, dass das möglicherweise gar nicht so ein großes Missverständnis sein kann, weil wenn wir Menschen uns gegenüberstehen und aufeinander zukommen, dann wollen wir auch nicht, dass unser Gegenüber uns anstarrt, ganz frontal auf uns zukommt und uns auf den Kopf klopft. Das heißt, es ist vielleicht etwas, das gar nicht unter Missverständnis laufen müsste, sondern wenn man daran denkt, wie man selber gerne höflich behandelt werden würde, könnte man das mit dem Hund auch machen. Und etwas, was zwischen Hund und Kind ganz oft passiert, ist dieses Umarmen. Und für den Hund ist umarmt werden eher gewürgt werden. Das heißt, man muss unbedingt darauf achten, dass Kinder Hunde nicht umarmen. Das ist aber etwas, worauf Sie, wenn Sie mit einem fremden Hund unterwegs sind, ohnehin ganz stark achten sollten, dass keine fremden Kinder zu diesem Hund, auf den Sie achten und für den Sie Verantwortung übernommen haben, in die Nähe kommen. Wenn Sie mit dem Hund unterwegs sind, gilt es, erwünschtes Verhalten zu verstärken. Das heißt, wenn der Hund etwas zeigt, das Ihnen gut gefällt, zum Beispiel beim Spazierengehen an lockerer Leine zu Ihnen aufschaut, dann sollten Sie ihn belohnen. Und diese Belohnung darf maximal eine Sekunde nach dem gezeigten Verhalten kommen. Diese Belohnung kann sein ein Leckerbissen, vielleicht Spiel oder Aufmerksamkeit, dass Sie ihm sagen, das hast du fein gemacht. Oder natürlich auch alle anderen Dinge, die einem Hund Spaß machen. Das ist zum Beispiel abgeleint werden, wenn man leinenführig, brav, an lockerer Leine zur Hundezone gegangen ist. Dann kann ich den Hund ableinen und sagen, hast du super gemacht, du kannst jetzt spielen gehen. Buddeln dürfen, der Zugang zu Wasser oder auch Kontakt zu anderen Hunden. Wenn ich meinen Hund dorthin lasse, kann ich das ganz aktiv als Belohnung einsetzen, wenn er vorher zum Beispiel Sitz gemacht hat und geduldig gewartet hat, bevor ich die Leine loslasse. Leinenführigkeit habe ich gerade schon angesprochen und ist ohnehin beim Gassigehen manchmal so ein bisschen ein Reizthema, wenn man nur vom Hund hinterhergezerrt wird. Damit das besser klappt, ist es gut, Gehen an lockerer Leine zu bestätigen. Das heißt, wenn die Leine locker ist, bekommt der Hund ein Leckerli oder kriegt Zugang zu einem interessanten Ort. Das heißt, wenn ich weiß, der Rüde möchte unbedingt zu diesem Baum gehen, um dort zu markieren, kann ich ihn, wenn er an lockerer Leine geht, hinschicken und sagen, so, jetzt kannst du dorthin gehen. Dieses ganz erwünschte Verhalten des Hundes, also an lockerer Leine ordentlich gehen, wird meistens von uns Menschen übersehen, weil es für uns ohnehin ganz praktisch und sehr, sehr unauffällig ist, wenn der Hund an lockerer Leine geht. Wir gehen nebenher, haben eine gute Zeit, aber man vergisst oft, den Hund auch dafür zu loben, dass er das macht, weil es für den Hund ganz und gar kein natürliches Verhalten ist, direkt neben uns an lockerer Leine zu gehen. Das heißt, man muss das schon auch bestätigen, gutieren und sagen, ich erkenne, dass du das machst, das ist super. Sonst bildet sich ein Teufelskreis daraus, dass der Hund an der Leine zieht und dann bekommt er plötzlich erst Aufmerksamkeit von uns, weil wir uns natürlich ärgern
und versuchen, ein bisschen Troubleshooting zu machen, ihn zurückzuholen, vielleicht mit Leckerlis zu arbeiten. Viel sinnvoller ist es, gleich im Vorfeld, wenn der Hund das gute Verhalten schon zeigt, adäquat darauf zu reagieren und zu sagen, das machst du super. Das macht man, indem man den Blickkontakt zum Menschen bestätigt. Das heißt, ich sage, das machst du fein, da hast du ein Leckerli, wir gehen gemeinsam zu interessanten Schnüffelplätzen und vor allem vielleicht auch auf den letzten Metern zur Hundezone oder zum Auslaufgebiet ist es immer sinnvoll, den Hund nochmal an lockerer Leine gehen zu lassen, anstatt ihn auf den letzten Metern dorthin ziehen zu lassen und dann abzuleinen, damit er genau für dieses letzte Ziehen noch mit Freilauf bestätigt wird. Futter und Gegenstände auf der Straße habe ich vorhin schon ganz kurz erwähnt. Das ist etwas, das einem in Wien schon passiert. Hunde haben in Wien eigentlich ein Paradies an Dingen, die sie auf der Straße finden können. Und Futter oder auch gefundene Gegenstände können für Hunde von Bedeutung sein. Ja, das nennt man dann, wenn es für den Hund von Bedeutung ist, eine Ressource. Und das Wegnehmen dieser Ressource kann zu Konflikten führen. Es ist daher wichtig, dass der Hund frühzeitig Tauschen und Teilen übt. Normalerweise sollte er das mit seinem Halter, mit seiner Halterin machen. Aber auch wenn Sie auf der Straße mit dem Hund unterwegs sind, ist es immer gut, etwas Spannendes für den Hund mitzuhaben, das man ihm im Tausch gegen das, was er gefunden hat, anbieten kann. Im besten Fall ist das, was man ihm zum Tausch anbietet, schmackhafter oder interessanter als die Ressource, die er gefunden hat. Lassen Sie im Zweifel keinen Konflikt aufkommen und wägen Sie ab, ob der Hund das Gefundene eventuell gefahrfrei behalten könnte. Und ich denke da an das Beispiel, das wir aktuell ständig sehen, Hunde, die mit FFP2-Masken im Maul herumrennen. Ganz junge Hunde, die so eine Maske gefunden haben, die lustig finden und ein paar Meter weiter tragen. Ich würde mit einem Hund nicht extra zu diskutieren beginnen oder einen Konflikt aufkommen lassen wegen einer FFP2-Maske, die er gefahrfrei noch ein paar Meter weiter mittragen kann, bis ihm nicht mehr interessant genug erscheint und er sie vielleicht ohnehin von selbst fallen lässt. Also wägen Sie ab, wann es sich auszahlt, da wirklich einen Tausch zu machen, Teilen zu üben und wann Sie dem Hund seine Beute einfach überlassen können. Wir machen jetzt weiter mit der Sprache des Hundes. Hündische Körpersprache muss erkannt werden, um Konflikte zu vermeiden. Und man trifft auf so einem Spaziergang immer ein paar Hunde in Wien. Wien ist voller Hunde, das heißt, man trifft auch ein paar andere Artgenossen. Und es ist gut zu erkennen, wie der Hund kommuniziert. Hunde kommunizieren mit ihrem ganzen Körper. Das sind Körpersprache-Weltmeister. Die setzen ihren Gesichtsausdruck ein, Maul, Ohren, Augen, Stirnfalten. Es geht um die Rutenhaltung, ob die Rute ganz hoch erhoben ist oder ob er sie eben so auf Halbmast hat oder vielleicht sogar eingeklemmt zwischen den Beinen. Körperspannung ist auch etwas, das man erkennen sollte, aber im Normalfall meistens nicht schnell genug erkennt. Das heißt, wenn der Hund sehr steif wird oder wenn er im Körper ganz weich ist, ja, das kann man sehen. Gewichtsverlagerungen auch nach vorne oder nach hinten sollte man erkennen. Und das, was wir meistens mitbekommen, die Vokalisation, bellen, jaulen, knurren, ist etwas, das wir zwar schnell hören, erkennen, was für uns Menschen sehr auffällig ist, aber für die Hundesprache eigentlich ziemlich nachrangig. Es sollte immer der ganze Hund, der ganze Körper in Betracht gezogen werden, um zu erkennen, was der Hund gerade sagen, was er kommunizieren möchte. Aufpassen müssen Sie bei rassebedingten Einschränkungen, das heißt bei sehr dichter Behaarung, runden Schädeln, extremen Falten oder vielleicht, wenn der Hund keine Rute hat, ist es ganz, ganz sinnvoll zu schauen, was kommuniziert der Rest von diesem Hund oder das, was ich an dem Hund sehen kann, was versucht das zu kommunizieren, um herauszufinden, wie ich in diese Begegnung reingehen kann. Ganz wichtig für hündische Kommunikation ist es, Beschwichtigungssignale zu kennen. Sie haben das vielleicht schon gehört unter dem Namen Calming Signals. Und diese dienen der Deeskalation und der Vorbeugung von Konflikten. Sie zeigen eine momentane Unsicherheit des Hundes in einer Situation an. Und der Einsatz dieser Signale wird in der Kommunikation mit Artgenossen,
aber auch mit anderen Tieren und vor allem mit Menschen zum Einsatz gebracht. Es ist daher ganz wichtig, dass Sie diese Signale kennen, weil Hunde versuchen dadurch, mit Ihnen zu kommunizieren. Und wir werden uns das jetzt anschauen, was diese Signale sein können. Hier ist ganz viel aufgezählt, das Abwenden von Blick, Kopf oder sogar dem ganzen Körper, das Hinterteil zuwenden, sich ganz wegdrehen, den Kopf senken, schnüffeln, kratzen, sich über die Schnauze lecken, ja, aber auch zum Beispiel urinieren in einer bestimmten Situation kann ein Beschwichtigungssignal sein. Splitten, das bedeutet einen Konflikt trennen, in dem ein Hund zwischen zwei anderen Hunden durchgeht. Gähnen, die Vorderkörpertiefstellung, die man eigentlich nur vom Spiel kennt, kann auch ein Beschwichtigungssignal sein. Die Pfote anheben, blinzeln, ganz viele mehr. Ja? Ich möchte jetzt meine liebsten drei Beschwichtigungssignale, die auch oft zum Einsatz kommen, mit Fotos unterlegen, damit Sie einen Eindruck bekommen. Und man kann hier ganz schön sehen, den linken Hund, der wendet ganz leicht den Blick ab. Der schaut so ein Stück an der Kamera vorbei, während der rechte Hund dieses ganz deutliche Beschwichtigungsgähnen zeigt. Und das Beschwichtigungsgähnen unterscheidet sich deutlich von einem Gähnen eines Hundes, der gerade in der Früh aufgestanden ist oder der am Abend vielleicht schon müde ist. Man sieht das ganz deutlich, wie seine Stirn zwischen den Augen in Falten gezogen ist. Er zieht die Lefzen extra weit nach hinten und reißt das Maul auf, so dass man es wirklich nicht übersehen kann. Er sagt richtig: Schau mich an, ich gähne, ich gähne. Und seine Zunge ist ganz fest zusammengezogen. Die ist nicht locker, die hängt nicht locker raus oder er streckt sie vielleicht beim Gähnen hinaus, sondern die ist ganz, ganz fest zusammengezogen. Und dieses Gähnen auf dem Foto, inklusive dem besorgten Gesichtsausdruck, ist ein klassisches Beschwichtigungsgähnen, das man erkennen sollte. Ja? Das über die Schnauze lecken, das ich vorhin gesagt habe, ist auch auf dem Bild ganz deutlich zu erkennen. Und wenn ein Hund sich mehrfach über die Schnauze leckt, ohne dass irgendwelche Leckerlis im Spiel sind, dann hat dieser Hund Stress. Und das zeigt er, indem er sich über die Schnauze schlägt. Und auch das wäre eines dieser Beschwichtigungssignale, das man im besten Fall gut erkennen kann. Alle diese Hunde haben eins gemeinsam: eine ganz, ganz große schwarze Kamera ist auf sie gerichtet. Und das zeigt diese Hündin, indem sie wegschaut und sogar ihren Kopf wegdreht. Also sie versucht wirklich aus dieser Situation rauszukommen und behält diese Kamera mit einem Auge noch ein bisschen im Blickfeld, damit das gruselige Objekt sie nicht auffrisst. Das kann sie ja nicht wissen. Die beschwichtigt wirklich ganz massiv. Und diese Beschwichtigungssignale sind was, was man am besten erkennt, weil die Beschwichtigungssignale, so wie Sie es auf der Eskalationsleiter hier sehen, sich im unteren Bereich abspielen. Ja? Hat der Hund keinerlei Konfliktanzeichen, entspannte Körperhaltung, einen neutralen Gesichtsausdruck, dann geht es ihm gut. Wir sind im grünen Bereich, ja? Im wortwörtlichen Sinne. Ja? Beschwichtigungssignale, da geht es dann so ein bisschen in den gelben Bereich, leichte Beschwichtigungssignale, stärkere Signale und dann kommt es tatsächlich schon zu Erstarren, Einfrieren, der Hund wird dann ganz starr und bewegt sich nicht mehr. Ignoriert man alle diese Signale und das ist das, was die Eskalationsleiter uns sagt, dann wird der Hund immer stärkere Konfliktsignale zeigen. Um irgendwann zu sagen, ich halte diese Situation nicht mehr aus, ich muss mir irgendwie helfen und offensichtlich versteht es keiner. Hunde wollen grundsätzlich keinen Streit. Die werden versuchen, viele Signale zu zeigen, um zu kommunizieren, dass es für sie zu schwierig wird. Erkennt man diese Signale nicht, muss der Hund Konfliktverhalten an den Tag legen und das gilt es grundsätzlich zu vermeiden. Konfliktverhalten drückt sich in vier Fs aus. Und diese vier Fs gelten für jedes Säugetier, das heißt auch für uns Menschen. In Konfliktsituationen, die zu groß werden, haben wir vier Möglichkeiten zu reagieren und Hunde auch. Die sind abhängig von Temperament des Hundes, Vorerfahrung und von der Situation selbst. Diese vier Konfliktverhalten
sind Freeze, das Einfrieren, wo der Hund sehr, sehr steif wird, meistens für einen kurzen Moment, das dauert nicht zu lang. Flight, das ist Flucht, wenn der Hund keinen Ausweg weiß und einfach wegrennt. Fight, das ist der Kampf. Und Fiddle, das ist so eine Art Herumalbern. Man sieht dieses Fiddeln, weil die Frage oft kommt, meistens bei Labradoren in einer eher engen Situation, in der sie sich nicht wohlfühlen, wenn sie dann anfangen, ganz verrückt zu spielen und sich ganz, ganz stark zu bewegen. Das ist meistens Fiddeln. Das Wichtige, was Sie heute bitte mitnehmen sollen, ist, jeder Hund kann zwischen diesen vier Fs im Sekundenbruchteil switchen. Das heißt, wenn ich den Hund in eine Situation gebracht habe, in dem seine Beschwichtigungssignale nicht mehr wahrgenommen wurden, aus der er sich nicht mehr raussieht, dann wird er in eines dieser Konfliktverhalten reinkippen, und kann aus diesem Konfliktverhalten, zum Beispiel aus dem Freeze, in jedes der anderen reinfallen. Das heißt, es gilt auf jeden Fall, Konfliktverhalten zu vermeiden. Hunde beißen nie ohne Vorwarnung zu. Ja. Es geht dabei immer darum, dass feine Beschwichtigungssignale vorher nicht erkannt wurden und darauf dann intensivere Signale wie Knurren, Schnappen, Gewichtsverlagerung nach vorne folgen. Diese gefährlichen Situationen und Eskalationen gilt es unbedingt zu vermeiden, weil es zu einem Vertrauensbruch kommt. Und zwar nicht nur vom Hund, der dann vielleicht seinem Halter nicht mehr vertrauen kann oder seiner Halterin, sondern auch, wenn ein Hund dann tatsächlich mal eskaliert, wenn der wirklich droht, wenn der wirklich zuschnappt, ist es oft für den Menschen sehr schwierig, diesem Hund auch wieder zu vertrauen. Das heißt, es gilt, wenn Sie merken, der Hund beschwichtigt oder kommt tatsächlich schon in eine Art Konfliktverhalten, diesen Hund unbedingt schnell aus der ihm unangenehmen Situation zu bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was man auch bedenken muss bei dieser Eskalationsleiter, die Sie vorhin gesehen haben, ignoriert man die Beschwichtigungssignale des Hundes langfristig und zeigt ihm damit, ich erkenne das ohnehin nicht, wird er die Signale irgendwann überspringen und wird gleich zu drastischeren Drohsignalen übergehen. Und dann ist es natürlich ganz, ganz schwierig, noch einzuschätzen, wie schnell ich den Hund aus seiner Situation bringen muss, wenn er die feineren Beschwichtigungssignale gar nicht mehr zeigt, sondern sofort zum Drohverhalten übergeht. Wir machen. Darf ich einmal ganz kurz einschalten, weil wir haben nämlich eine Frage, die konkrete zu den Beschwichtigungssignalen ist. Wir haben schon viele Fragen, vielen Dank. Aber die eine würde ich jetzt ganz gerne noch stellen. Und zwar fragt eine Teilnehmerin, die Vorderkörpertiefstellung ist doch auch eine Spielaufforderung. Wie kann man das auseinanderhalten? Was kannst du dazu sagen? Ja, die Vorderkörpertiefstellung ist auch eine Spielaufforderung. Grundsätzlich wäre es zu erkennen, in welchen Situationen der Hund das regelmäßig zeigt, das Verhalten. Im Normalfall sind Beschwichtigungssignale etwas, das Hunde in Situationen regelmäßig zeigen. Die Vorderkörpertiefstellung sieht man zum Beispiel sehr häufig bei Hunden, die nicht gut ans Brustgeschirr gewöhnt sind oder ans Halsband. Man versucht dem Hund oder man nimmt das Brustgeschirr in die Hand, möchte dem Hund das anziehen und er macht zuerst einmal Vorderkörpertiefstellung mit festem Stretching und versucht noch einmal ein paar Sekunden hinauszuzögern, dass das Brustgeschirr angezogen wird. Im Spiel selber, zwischen zwei Hunden passiert es eher selten, dass eine Vorderkörpertiefstellung als Beschwichtigungssignal kommt. Wenn doch, sieht man das dann, wenn das Spiel zu rau geworden ist und der Hund, der die Vorderkörpertiefstellung macht, versucht, den anderen Hund auszubremsen, um da wieder den Schwung ein bisschen rauszunehmen. Aber grundsätzlich kommt die Vorderkörpertiefstellung als Beschwichtigungssignal meistens eher in Situationen, in denen der Hund sich nicht wohlfühlt. Und das merkt man dann daran, dass es häufiger kommt. Das heißt, in einer bestimmten Situation tritt das häufiger auf. Und es ist dann auch nicht dieses feste Hinunterspringen und die Pfoten auf dem Boden aufklatschen, die Vorderpfoten auf dem Boden aufklatschen und den Popo in der Höhe und wedeln. Das wäre die Spielen-Vorderkörpertiefstellung. Die Beschwichtigungsvorderkörpertiefstellung ist meistens langsamer, ist verbunden mit Gähnen oder Strecken, und sieht ähnlich aus, hat aber viel, viel weniger Schwung.
Aber es ist bei all diesen Signalen ist es ganz fein. Die Unterschiede sind klein und fein und es dauert schon und braucht ein bisschen Übung, bis man sie wirklich erkennt. Okay. Gut. Dann werden wir noch weiter bei Stress bei Hunden machen. Und ich glaube, nach diesem Kapitel machen wir dann eine kleine Pause, damit sie auch richtig, ich hoffe, die Köpfe rauchen schon ganz anständig. Stress ist ganz grundsätzlich etwas ganz Natürliches. Das ist die normale Reaktion des Körpers, um Kräfte für Flucht oder Kampf zu bündeln. Im Hormonhaushalt des Hundes sind da besonders Cortisol und Adrenalin beteiligt an einer Stressreaktion, die unter Umständen mehrere Tage brauchen, um im Körper abgebaut zu werden. Und von wegen mehreren Tagen, es geht da um bis zu 48 Stunden. Daran muss man immer bedenken, wenn der Hund wirklich Stress hatte. Ein Hund benötigt mindestens 17 Stunden Schlaf oder Ruhephasen am Tag. Und nur wenn er die auch hat, kann er überhaupt in einer angemessenen Zeit diese Stresshormone auch wieder abbauen. Knall ich da jeden Tag noch eine stressige Situation drauf und der Hund hat dazwischen nicht genug Ruhephasen, hat er keine Möglichkeit, diese Hormone abzubauen. Anzeichen für Stress, die Sie besonders auf der Straße oder am Spaziergang erkennen können, können an der Leine ziehen sein. Das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Natürlich kann ein Hund auch an der Leine ziehen, weil er es noch nicht richtig gelernt hat, aber sehr häufig ist es ein Zeichen für Stress. Hektisches Verhalten, Bellen, Hecheln, eine angespannte Körperhaltung oder auch dieses Aufreiten von Junghunden in der Hundezone ist meistens nicht testosteronbepackter Junghund, der gar nicht weiß, wohin mit seinen Hormonen. Meistens sind es die Hunde, die schon zu lange in der Hundezone verweilen und dann so einen Stress bekommen durch die vielen anderen fremden Hunde, dass sie mit der Aufreiterei beginnen. Ja? Und auch wenn ein Hund keine Leckerlis, kein Futter mehr annimmt auf der Straße, ist es meistens ein Zeichen dafür, dass er durch die Reize, durch den Straßenverkehr überfordert ist und deswegen großen Stress hat. Stressfaktoren am Spaziergang können physische Probleme sein, das heißt, wenn der Hund krank ist oder Schmerzen hat. Wenn Sie so etwas glauben, wenn Ihnen so etwas auffällt, ist es natürlich wichtig, dass Sie es erst dem Halter oder der Halterin sagen, dass der Hund vielleicht auch beim Tierarzt abgecheckt wird. Zu wenig Ruhe oder Schlaf, was gerade pandemiebedingt jetzt relativ häufig vorkommt, weil alle mehr Zeit haben, sich mit den Hunden zu beschäftigen. Das heißt, man ist mehr unterwegs, der Hund kommt nicht auf seine Ruhephasen. Wenn Beschwichtigungssignale ignoriert werden, macht das auch Stress. Und so wie gerade eben erwähnt, zu viele einander nicht bekannte Hunde auf zu engem Raum. Also zum Beispiel in einer kleinen Hundezone, wenn 10 Hunde drin sind, ist das ganz bestimmt viel zu viel für den Hund und wahnsinnig stressig. Auch Wetterverhältnisse, extreme Hitze, extreme Kälte, bei Hunden, die vielleicht kein gutes Dämmmaterial, nicht viel Fell haben, keine Unterwolle, Trubel, Hektik, Lärm, Verkehr, machen Stress. Und ganz besonders Überbeanspruchung durch Renn- und Hetzspiele und dieses ganz klassische Balliwerfen, das alle kennen und gerne machen, macht leider unglaublich viel Stress für den Hund. Wir haben deswegen extra auch nochmal darauf hingewiesen, bei ohnehin nervösen Hunden ist es kontraproduktiv, dieses Ballwerfen, dieses ganz klassische Werfen und der Hund rennt nach und bringt es wieder und das kann man 100 Mal hin und her spielen. Der Hund wirkt, als hätte er den Spaß seines Lebens. Ja. In Wirklichkeit hetzt er die ganze Zeit, man spielt eine Jagdsequenz nach und der Hund ist voller Adrenalin und Cortisol. Und das ist wirklich für Hunde ganz, ganz schwierig zu verarbeiten und macht unglaublich viel Stress. Wenn man sich diese Ball-Junkies anschaut, sind das auch meistens Hunde, die im Alltag sehr aufgeregt sind, dauernd bellen, sehr viel Aufmerksamkeit heischen. Ja? Die gesunde Alternative wäre, dass Sie dieses geliebte Balli vielleicht verstecken und den Hund suchen lassen. Sie können da eine Bleibübung draus machen oder auch sagen, einer hält den Hund, der andere versteckt den Ball und lässt nachher den Hund los und man lässt den Ball suchen. Ist für den Hund viel spannender, geistig anspruchsvoller und gesünder.
Kleiner Hund, kleines Problem. Diese Folie richtet sich an alle kleinen Hunde in Wien und Menschen, die mit kleinen Hunden spazieren gehen. Kleine Hunde fallen oft durch sehr aufgeregtes Verhalten auf und dadurch, dass sie bellen, quietschen. Man sagt immer, ah, immer diese kleinen Keifen sind ja immer die kleinen, ne, die sich aufführen. Und das ist so, dass es Stresszeichen sind, die der kleine Hund setzt, die aber oft nicht beachtet werden. Ja. Das Anbellen von als bedrohlich wahrgenommenen Menschen und Artgenossen wird von uns leider häufig als belustigend betrachtet. Man findet das ganz witzig bei einem kleinen Hund. Fände man gar nicht so lustig, wenn es ein Rottweiler wäre, der das macht, der in der Leine hängt und bellt. Ja. Aber bei kleinen Hunden finden wir das witzig. In Wirklichkeit drückt dieses Bellen, dieses Keifen und Knurren ganz hochgradiges Unwohlsein des kleinen Hundes aus. Und ist meistens aggressives Verhalten zur Distanzvergrößerung. Das heißt, meistens möchten die eigentlich mehr Platz und versuchen, Situationen zu entkommen. Aber weil ihnen das nicht, weil sie nicht ernst genommen werden und weil ihnen das nicht geboten wird, versuchen sie durch dieses aggressive Verhalten Distanzvergrößerung zu bekommen. Das heißt, achten Sie bitte auf ganz besonders drauf, wenn Sie mit einem kleinen Hund unterwegs sind, welche Signale der setzt. Und helfen Sie ihm ein bisschen, unterstützen Sie ihn, besser durch den Straßenverkehr zu kommen, der aus der Sicht eines so kleinen Hundes schon sehr groß und bedrohlich sein kann. Wenn Sie unterwegs sind mit einem Hund, von dem Sie vermuten, dass der ein bisschen Stress hat, oder auch wenn Sie ganz generell mit dem Hund, mit dem Sie unterwegs sind, das Stresslevel gering halten wollen, versuchen Sie, gemeinsame Erkundungstouren in verkehrsbefreiten Gegenden zu machen und finden Sie Orte, an denen sich der Hund entspannt frei bewegen kann. Das ist natürlich leichter gesagt als getan in einer Großstadt wie Wien, aber die Möglichkeiten gibt es. Und wenn man ein bisschen eine kleine Google-Suche macht, dann findet man solche Gegenden auch. Man kann auch ein gefülltes Kauspielzeug mitnehmen, einen Kong zum Beispiel. Schlecken und Kauen beruhigt und kann ganz gut für Pausen genutzt werden, wenn Sie sich wohin setzen mit dem Hund, eine Verschnaufpause einlegen. So wie vorher erwähnt, ist es natürlich ganz wichtig, dass keine anderen Hunde in der Nähe sind, damit es dann nicht zu Streitigkeiten um dieses ganz, ganz beliebte Spielzeug, das vielleicht noch mit Futter kombiniert ist, kommt. Sollten sich auf der Straße dennoch größere Probleme ergeben, nachdem der Stadtverkehr sehr, sehr fordernd für den Hund ist, kann Training notwendig sein. Das heißt, wenn die Verhaltensprobleme so sind, dass der Spaziergang irgendwie eher zum Spießrutenlauf wird, dann macht es Sinn, mit dem Halter, mit der Halterin abzusprechen, ob vielleicht ein Training für den Hund eine gute Idee wäre, mal eine Einzelstunde bei einer tierschutzqualifizierten Hundetrainerin. Die helfen gerne und vor allem auf faire, hundegerechte Art und Weise. Ja, das ist ganz wichtig, dass es tierschutzqualifizierte Hundetrainerinnen sind, denen das Wohl des Hundes am Herzen liegt. Wir sprechen jetzt ganz kurz darüber, was Sie mit Ihrem Hund im Spaziergang tun können. Für den Hund heißt es immer der Nase nach. Die Nase ist nämlich das wichtigste Sinnesorgan des Hundes. Der Geruchssinn braucht im Gehirn des Hundes 10%, also 10% sind für die Verarbeitung von Gerüchen zuständig. Zum Vergleich, bei Menschen sind das nicht einmal 1%. Das heißt, man kann sich vorstellen, was da los ist im Hundegehirn, wenn die Nase im Wiener Stadtverkehr alle diese Gerüche bekommt, die sich da befinden. Dieser Geruchssinn ist ganz wichtig für die Kommunikation des Hundes, und da wird auch ganz viel Information verarbeitet. Diese Informationen finden sich so als Art Visitenkarte, wenn Hunde markieren. Das tun sie mit ihrem Urin und geben damit Infos an andere Hunde weiter über Alter, Geschlecht, Paarungsstatus zum Beispiel. Das heißt, die sagen da, hier bin ich, ich heiße so und so, bin so und so alt, bin paarungswillig oder auch nicht. Das hier ist meine Hündin. Das Markieren neben den oder über den Urin anderer Hunde kann als Zugehörigkeitsmerkmal dienen, wenn diese Hunde einander gut kennen. Das heißt, wenn man da eine größere Hundegruppe sieht oder Hunde, die öfter miteinander unterwegs sind, einer pinkelt hin, alle drei nächsten pinkeln drüber, dann heißt das, wir gehören zusammen und die Gang ist wieder unterwegs. Ja? Markieren Rüden über Hündinnengeruch ist es meistens, um diesen vor anderen Rüden zu verdecken. Am gemeinsamen Spaziergang möchte der Hund daher Gerüche aufnehmen,
ganz, ganz ausgiebig schnuppern und Neues erkunden. Lassen Sie sich und dem Hund Zeit und machen Sie gemeinsame kleine Spiele, die das Vertrauen und die Bindung stärken. Sie können da zum Beispiel Leckerlis verstecken und den Hund suchen lassen. Sie können auch einen Leckerli-Strauch machen und ein paar kleine Leckerlis an die Strauchästchen stecken und den Hund mal in einer anderen Dimension, nämlich nach oben, suchen lassen. Wenn Sie Hundebegegnungen haben, zum Beispiel an der Leine, was in Wien dann doch oft vorkommt, gilt es, diese Kontakte zu üben. Sowas kann ein Hund nicht automatisch, sondern sollte das üben. Der Hund soll lernen, Blickkontakt aufzubauen zu Ihnen und nachzufragen, ob er dort überhaupt hingehen darf oder ob das vielleicht eine schlechte Idee ist. In der Begegnung gilt immer, lassen Sie die Leine ganz locker, damit keine Spannung aufkommt, und geben Sie den Hunden Spielraum zur Begrüßung und zum Ausweichen. Kontakte an der Leine sind ganz grundsätzlich eher zu vermeiden. Ja? Der angeleinte Hund, dem man begegnet, könnte krank sein, könnte läufig sein, vielleicht ängstlich oder unverträglich. Das heißt, spätestens wenn Sie einen Hund freilaufen haben, sollte dieser auf keinen Fall zu einem anderen angeleinten Hund hingelassen werden. Ja? Und das ist ganz, ganz wichtig. Auch Hundebegegnungen an der Leine, wenn beide Hunde angeleint sind, sind grundsätzlich eher zu vermeiden. Aber das geht natürlich auf so einem engen Feld nicht immer. Das heißt, versuchen Sie, solche Begegnungen eher zügig zu beenden. Lassen Sie Ihren Hund jedenfalls nicht zu Hunden laufen, die eine gelbe Schlaufe am Brustgeschirr haben. Und weichen Sie bitte in einem großen Bogen aus. Diese gelbe Schleife bedeutet mehr Abstand bitte. Das ist eine Aktion, die aus Deutschland kommt. Und wir haben dazu auch schöne Karten. Diese Schleife kann bedeuten, der Hund ist krank, er ist unsicher, es geht ihm nicht gut oder er ist vielleicht gerade im Training. Es kann ein alter, müder Hund sein, der keinen Wert mehr legt auf Begegnungen vielleicht mit sehr jungen, ungestümen Hunden, oder es ist ein ängstlicher Hund. Sehen Sie daher eine gelbe Schleife, weichen Sie bitte aus und scheuen Sie sich auch nicht, selbst eine gelbe Schleife jeglicher Art, das muss keine besondere sein, sie muss nur gelb sein, und an der Leine oder am Brustgeschirr befestigt werden, wenn Sie mit einem Hund unterwegs sind, mit dem Begegnungen schwierig sind. Wenn Sie mit dem Hund in der Großstadt unterwegs sind, gilt es, einige wichtige Dinge zu beachten. In Wien herrscht ein generelles Leinen- bzw. Maulkorbgebot. Davon ausgenommen sind Listenhunde, die nur mit Leine und Maulkorb unterwegs sein dürfen. Und sollten Sie mit einem Listenhund unterwegs sein, müssen Sie einen verpflichtenden Hundeführerschein ablegen. Das heißt, nicht nur der Halter oder die Halterin, sondern auch Sie als Person, der dieser Hund anvertraut wird, müssen einen Listenhundeführerschein machen. Lassen Sie ganz generell Hunde nicht unkontrolliert zu anderen Hunden hinlaufen und weichen Sie fremden Kindern unbedingt aus. Also auch wenn, selbst wenn der Halter oder die Halterin zu Ihnen sagt, oh, der liebt Kinder, würde ich dieses Risiko auf keinen Fall eingehen. Kinder sind für Hunde ganz, ganz unberechenbar. Halten Sie den Hund, mit dem Sie unterwegs sind, von fremdem Eigentum fern. Lassen Sie ihn bitte nicht an Zeitungsständer, Autos, Hausfassaden etc. urinieren. Ja? Und entfernen Sie den Hundekot überall in Wien. In der Hundezone, im Rinnsal, wo auch immer der Hund sein Geschäft verrichtet, es muss weggeräumt werden. Hängen Sie Hunde bitte nicht vor Geschäften an. Es kommt immer wieder zum Diebstahl des Hundes. Das heißt, Hunde werden auch wirklich weggenommen von Menschen. Und es kommt zu Zwischenfällen mit Menschen, die den Hund, der vor dem Geschäft hängt, bedrängen. Das heißt, da kommen Leute und sagen, oh, wer bist du denn? Lässt deine Mami die draußen warten? Ja, das macht dem Hund unglaublich viel Stress. Er kann nicht ausweichen, er ist dort vielleicht an der kurzen Leine angebunden. Und dann kommt es zu Zwischenfällen, weil der Hund Konfliktverhalten, Drohverhalten an den Tag legt. Ja? Also lassen Sie bitte, wenn Sie einkaufen gehen, den Hund zu Hause, oder wenn Ihnen ein Hund zum Spazierengehen anvertraut wurde, dann gehen Sie mit dem Hund wirklich spazieren, machen Sie was Schönes für den Hund, und gehen Sie nicht eine Shoppingtour, bei der er dann draußen angebunden sein muss. Wenn Sie mit dem Hund in den Öffis unterwegs sind,
gilt eine Leinen- und Maulkorbpflicht für alle Hunde, außer für Assistenzhunde, die sind von der Maulkorbpflicht ausgenommen. Der Hund, mit dem Sie unterwegs sind, braucht ein Halbpreisticket, das sind die Kindertickets. Außer Sie haben eine Jahreskarte, dann fährt ein Hund kostenlos mit. Die Ausnahmen sind, wie gesagt, die Assistenzhunde, die nur angeleint sein müssen und auch keinen Fahrschein benötigen. Oder Hunde, die klein genug sind, dass sie in eine Transporttasche passen. Die brauchen auch keinen Maulkorb und keinen Fahrschein. Die Transporttasche muss in diesem Fall aber komplett verschlossen sein. Also der Hund darf nicht einfach nur in der Handtasche sitzen und rausschauen. Lassen Sie den Hund bitte nie Rolltreppe fahren. Da gibt es eine ganz große Verletzungsgefahr, wenn Hunde mit ihren Krallen hängen bleiben und da wird mitunter die ganze Pfote weggerissen. Also vermeiden Sie Rolltreppen bitte unbedingt. Wenn der Hund klein genug ist, kann man ihn aufheben und hinuntertragen. Oder Sie nehmen einen Lift. Alle U-Bahn-Stationen sind barrierefrei und man kann sicher überall mit dem Lift fahren. Wenn Sie den Hund im Auto transportieren, ist eine Sicherung gesetzlich vorgeschrieben. Dafür haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie können den Hund im Kofferraum haben. Da ist dann aber eine verpflichtende Trennung zum Fahrgastraum. Das heißt, der Kofferraum muss mit einem Gitter vom Fahrgastraum getrennt werden, damit der Hund nicht mehr vorspringen oder auch beim Aufprallunfall vorfliegen kann. Wenn Sie eine Hundebox benutzen, sollte der Hund in dieser Box aufrecht stehen, sitzen und liegen können. Sie sollte aber gleichzeitig nicht zu groß sein, damit der Hund da drinnen nicht herumgeschleudert wird. Es gibt auch die Möglichkeit eines Hundegurtes. Das ist sehr beliebt, wird gern verwendet und der Hund wird damit auf der Rückbank befestigt. Es ist aber ganz wichtig, also am Brustgeschirr, dieser kleine Gurtstecker wird am Brustgeschirr angehängt und dann in einem normalen Gurtstecker befestigt. Es ist aber wichtig, dass der Gurt kurz genug gewählt wird, damit der Hund bei einem Aufprallunfall nicht im Vordersitz des Fahrers landet. Es gibt da einen ganz schönen ÖMTC-Crash-Test. Also schön ist er nicht, aber der Hund prallt, das Hundedummy prallt in den Fahrersitz und das Menschendummy hat nachher eine komplett zertrümmerte Wirbelsäule. Das heißt, bitte achten Sie darauf, wenn Sie den Hund mit einem Gurt befestigen, dass der Gurt kurz genug ist, dass der Hund nicht nach vorne in den Sitz fliegen kann. Ja. Lassen Sie außerdem bitte nie, nie, nie den Hund im Auto alleine zurück. Ganz besonders ab 20 Grad Celsius, ab netten sommerlichen Temperaturen, auch schon bei frühlingshaften Temperaturen, kann das Auto zur Todesfalle sein. Das heizt sich unglaublich schnell auf und leicht geöffnete Fenster ändern an diesem Zustand überhaupt gar nichts. Das Auto heizt sich unglaublich auf. Es drohen da auch ganz, ganz große, also hohe Strafen bei Verstößen gegen das Tierschutzgesetz. Das ist Tierquälerei. Also bitte lassen Sie Hunde nicht allein im Auto. Wenn Sie mit dem Hund unterwegs sind, Sie wollen ein bisschen frei laufen lassen, haben Sie dazu die Möglichkeit, das in einer Hundezone oder einem Hundeauslaufplatz zu machen. Das ist mit einem grünen Schild gekennzeichnet und es gibt davon über 170 in Wien. Hunde dürfen dort ohne Leine und ohne Maulkorb unterwegs sein. Die Ausnahme sind wieder die Listenhunde. Listenhunde dürfen nur in komplett eingezäunten Hundezonen ohne Leine und ohne Maulkorb laufen. Die Regeln in der Hundezone sind ganz klar. Der Hundekot muss wie überall anders auch eingesammelt und entsorgt werden. Menschen und andere Tiere dürfen nicht gefährdet oder unzumutbar belästigt werden und fremde Sachen dürfen nicht beschädigt werden. Das heißt, es herrscht in der Hundezone nicht irgendeine Art von Wilder Westen, wo jeder tut, was er möchte, sondern auch dort gibt es ein Regelwerk. Auch dort ist man für den Hund, für den eigenen Hund oder auch für den Hund, auf den man gerade aufpasst, verantwortlich und dafür, was er tut. Bleiben Sie daher bitte aufmerksam. Unterbrechen Sie zu wildes Spiel und verhindern Sie Mobbing. Zu wildes Spiel, Mobbing erkennt man daran, dass ein Spielpartner unterlegen ist, vielleicht zu viel Zeit auf dem Rücken verbringt, nicht mehr aufstehen kann und vom anderen Spielpartner zu oft umgeworfen wird. Wenn ein Hund versucht, vielleicht wegzukommen und der andere Hund immer wieder nachsetzt, dann liegt eine Mobbing-Situation vor. Sie sollten in der Hundezone natürlich auch den Rückruf mit dem Ihnen anvertrauten Hund schon geübt haben, damit Sie ihn im Zweifel auch wieder einfangen können.
Das heißt, es ist schon sinnvoll, wenn Sie Ihrem Hund dann nicht hinterher oder dem Ihnen anvertrauten Hund nicht hinterherrennen müssen, sondern den in irgendeiner Form wieder zu sich kriegen können. Ansonsten macht eine Sicherung mit der Schleppleine Sinn. Nehmen Sie in die Hundezone kein Spielzeug mit, um Auseinandersetzungen zu vermeiden, und füttern Sie bitte keine fremden Hunde. Wenn Sie Leckerlis mithaben, wenn Sie mit einem Hund unterwegs sind, dann haben Sie ohnehin einen Hund mit, der sich freut, wenn er Ihre Leckerlis bekommt. Also andere Hundehalterinnen sind im Normalfall nicht erfreut, wenn ihre Hunde angefüttert werden. Nehmen Sie in der Hundezone oder auch am Hundeauslaufplatz bitte unbedingt Rücksicht auf menschliche Besucherinnen der Hundezone und ganz besonders auf Kinder. Ja, die sollten auch nicht von herumrüppelnden Hunden umgeschmissen werden. Es gibt in Wien auch Hundeverbotszonen. Das Betreten dieser Verbotszonen, das ist zum Beispiel, kennt man im Prater die Jesuitenwiese, ist mit dem Hund verboten. Ausgenommen davon sind nur Assistenzhunde. Wenn Sie auf Wald und Wiese unterwegs sind, vielleicht im Wienerwald, 16. 17. Bezirk, grenzt das schön an, da kann man hingehen, beachten Sie bitte die jeweiligen Jagd- und forstrechtlichen Bestimmungen und gehen Sie umsichtig spazieren. Sichern Sie den Hund mit der Schleppleine, um Wildschaden zu vermeiden. Das bedeutet, dass Ihr Hund nicht wild jetzt Hasen, Rehe findet man da schon. Und haben Sie bitte besondere Achtsamkeit in der Brut- und Setzzeit, wenn diese Wildtiere auch ihre Babys und die Nachkommenschaft teilweise im Feld oder im Wald, in den Gebüschen verstecken, damit Ihr Hund oder der Hund, der Ihnen anvertraut ist, mit dem Sie Gassi gehen, nicht Wildtiere hetzt. Treffen Sie auf der Straße, in der Hundezone, beim gemeinsamen Spaziergang fremde Kinder, halten Sie bitte genügend Abstand ein mit dem Hund. Kinder haben ein für den Hund unberechenbares Verhalten. Ja? Die starren Hunde gerne an, die sind sehr interessiert, beugen sich vor, wollen hingreifen, haben so ein bisschen einen taumelnden Gang und quietschen herum. Das ist alles für den Hund sehr, sehr unberechenbar und das kann er nicht gut einordnen. Lassen Sie Begegnungen mit fremden Kindern deswegen erst gar nicht zu. Und sollte es dennoch mal knapp werden, sagen Sie dem Kind, dass der Hund nicht berührt werden möchte. Kindern kann man das sehr, sehr ruhig und sehr nett erklären. Die sind grundsätzlich auch sehr offen dafür, dass man ihnen zum Beispiel sagt, bitte greift den Hund nicht an, der fürchtet sich. Gerade Kinder haben noch nicht so dieses ganz große Ego wie wir Erwachsenen, die wir uns vor überhaupt nichts mehr auf der Welt fürchten, außer vor der Steuererklärung oder so, ja. Während Kinder schon wissen, es gibt Dinge, vor denen fürchtet man sich ein bisschen, die sind gruselig. Und wenn man dann zu einem Kind sagt, du, der Hund fürchtet sich, bitte greif ihn nicht an, sind Kinder meistens extrem verständig. Man kann ihnen das ruhig und nett erklären und damit unangenehme Situationen vermeiden. Begegnen einem in der Stadt noch ganz viele andere Dinge, die für einen Hund sehr gruselig sein können. Rollstuhlfahrerinnen, Kinderwegen, Menschen mit Gehhilfen, aber natürlich auch zum Beispiel Skater, Rollerblades und so. Kennt der Hund das nicht, kann er sich ängstigen, versuchen zu flüchten oder dieses gruselige Objekt verbellen. Ja? Da bietet es sich immer an, auszuweichen, einen Bogen zu gehen, versuchen, den Hund aus der Situation zu bringen. Auch in Menschenmengen ist große Vorsicht geboten. Gehen Sie daher, wenn Sie eine größere Gruppe Menschen sehen, einen Bogen, wechseln Sie die Straßenseite. Das ist etwas, das eigentlich fast immer möglich ist. Und wenn Sie zum Beispiel mit der U-Bahn gefahren sind, Sie sehen, es kommt ein ganz voller Lift, dann warten Sie lieber auf den nächsten. Die Gefahr, dass jemand auf den Hund drauftritt oder an ihn anstößt und er sich dann schreckt und vielleicht nach der Person schnappt, ist riesengroß und führt zu einem Rattenschwanz an unliebsamen Konsequenzen. Also versuchen Sie, den Hund erst gar nicht in die Situation zu bringen, sondern nehmen Sie sich die Zeit zu warten, bis sich die Lage ein bisschen beruhigt hat und nehmen Sie dann einfach einen nicht so vollen Lift. Grundsätzlich sind wir da jetzt schon gegen Ende unseres Vortrags und ich möchte jetzt noch mal sagen, was wir in der Tierschutzombudsstelle für Hunde, für ihre Halterinnen so zur Verfügung haben auf Lager. Der Sachkundennachweis, den seit dem 1. Juli 2019 gibt, ist ein 4-stündiger Vortrag, sehr umfassend.
Und Sie haben heute schon einen kleinen Einblick darin bekommen, wie dieser Sachkundenachweis ausschauen kann. Wenn Sie den Sachkundenachweis absolvieren möchten, ist das eine noch umfangreichere Version des heutigen Vortrages. Da erfahren Sie noch ganz viel mehr über den Hund und wie man mit ihm umgeht. Und das ist auch dieser Sachkundenachweis, den neue Hundehalterinnen machen müssen, bevor sie den Hund bei der Stadt Wien anmelden. Die Anbieterinnen sind in ganz Wien und Umgebung und im Moment aufgrund dieser doch sehr speziellen Situation auch online. Das heißt, im Moment kann dieser Vortrag auch online abgehalten werden, absolviert werden. Und dann gibt es noch den geprüften Stadthund. Der geprüfte Stadthund ist eine Prüfung für Mensch-Hund-Teams mit Auszeichnung. Das heißt, wenn Sie glauben, dass Sie mit dem Hund, der Ihnen anvertraut wurde, schon ein richtig, richtig gutes Team sind, können Sie auch diesen geprüften Stadthund machen und bekommen eine super schöne Stadthund-Hundemarke dafür. Würde der Halter oder die Halterin des Hundes diesen geprüften Stadthund machen, wird er ein Jahr von der Hundesteuer befreit. Das ist noch das Zusatzgoodie, auch wenn das Ihr eigener Hund ist oder wenn Sie überlegen, einen Hund anzuschaffen, ist der geprüfte Stadthund die Möglichkeit, sich ein Jahr von der Hundesteuer befreien zu lassen, wenn man zeigt, dass man mit seinem Hund ein super gutes Team ist. Sie finden alle diese Informationen unter www.hunde-kunde.at. Der Link ist da unten eingeblendet. Und wir haben auch dieses super schicke, ich halte hier mal kurz in die Kamera, Broschüre Hund in Wien. Die können Sie bestellen und es wird jetzt gleich im Chat reingeschrieben unter www.tieranwalt.at. Beziehungsweise wenn Sie auf unsere E-Mail-Adresse schreiben und das ist post@tow-wien.at und uns Ihre Adressdaten zukommen lassen, dann können Sie sich diese Broschüre, in der auch ganz viele wichtige Infos drinstehen, schicken lassen. Ja. Ich bedanke mich damit mal vorerst für Ihre Aufmerksamkeit und ich denke, wir werden jetzt dann mit der Fragenbeantwortung bald anfangen. Sollen wir da vorher noch mal eine Pause machen oder gleich weiterlegen? Okay, wir legen gleich los. Ich habe gehört, wir legen gleich los. Und deswegen freue ich mich und bin schon gespannt, welche Fragen zu dem Thema aufgekommen sind, das wir besprochen haben. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Simone, für diesen wirklich super Vortrag. Also, ich hoffe, Sie haben es genauso sinnvoll, angenehm, informativ empfunden, wie wir das hier empfunden haben. Es sind auch sehr, sehr viele Fragen im Chat. Und ich werde versuchen, das ein bisschen zu sortieren, weil bei einigen geht es wirklich um den Spaziergang selber, bei anderen sind es allgemeinere Fragen. Ich fange mal direkt an mit zwei Fragen, die jetzt zu dem letzten Punkt, den du vorgestellt hast, und zwar den Angeboten für Hundeinteressierte, künftige Hundehalterinnen oder eben dann Hundehalter, die die Tierschutzombudsstelle Wien hat, gibt. Und zwar gab es da einmal die Frage, wie lange ist der Sachkundenachweis gültig? Das kann ich direkt beantworten, wenn es okay für Sie Ja, ist. klar. Wenn Sie den Kurs besuchen, dann ist dieses Zertifikat 2 Jahre gültig. Das heißt, Sie müssen dann nicht sofort sich einen Hund anschaffen. Vielleicht überlegen Sie sich ja sowieso dann auch anders. Sondern Sie können das Ganze dann also nochmal in Ruhe überdenken oder haben genug Zeit zu schauen, wann dann der richtige Hund auch für Sie da ist. Also 2 Jahre lang ist dieser Sachkundenachweis gültig. Und dann war noch eine Frage zum geprüften Stadthund. Die Prüfung zum geprüften Stadthund ist nicht der BH gleichzusetzen, oder? War die Frage. Möchtest du was dazu sagen, oder? Nein, sie ist der BH nicht ganz gleichzusetzen. Grundsätzlich ist das Konzept zwar ähnlich, die Befreiung von der Hundeabgabe gibt es aber nur mit dem geprüften Stadthund. Die Ähnlichkeiten gibt es, allerdings geht es bei der BH schon auch um einen relativ strikten Ablauf, auch was den Gehorsam des Hundes angeht, also Sitz, Platz, die Leinenführigkeit oder Fußposition, das wird da in einer sehr spezifischen Form abgefragt. Während das beim geprüften Stadthund eher darum geht, selber einschätzen zu können, wie weit man als Mensch-Hund-Team ist, welche Herausforderungen man schaffen kann, welche nicht. Das heißt, man zeigt auch bei einem Spaziergang in der Stadt her, welche Situationen man meistert oder welchen man lieber aus dem Weg geht, ja?
Und grundsätzlich geht es nicht darum, den Hund in Situationen zu bringen und eine Stricherliste zu machen, was er alles schafft, sondern als Mensch zu zeigen, dass man seinen Hund versteht und dass man gut gemeinsam durch die Stadt kommt. Auch bei diesen Punkten, ja, auch beim geprüften Stadthund wird Sitz, Platz abgefragt. Auch zum Beispiel, wie der Hund den Maulkorb trägt, ob er damit ein paar Schritte gut gehen kann. Aber das alles unter der Prämisse selbst einzuschätzen, was in der jeweiligen Situation für genau dieses Mensch-Hund-Team angebracht ist oder nicht. Und da geht es ganz, ganz viel um Selbsteinschätzung, die der Prüfer dann sieht, überprüft und sagt, ja, dieser Mensch kann das gut einschätzen, wie er mit dem Hund unterwegs ist. Oder ich glaube, die sollten noch mal üben oder man sollte noch mal ein bisschen etwas über den Hund lernen und versuchen zu verstehen, wie er eigentlich so tickt. Das wären so die Unterschiede. Super, wurden gerade schon. Das ist die große Frage, wenn man keinen eigenen Listenhund hat, falls das die Frage ist. Ja, das so habe ich die Frage verstanden. Ja, man kann sich dafür auch einfach einen Listenhund ausborgen und kann das mit einem Listenhund machen. Oder was man auch tun kann, ist oder tun muss, ist, wenn ein Hund auffällig geworden ist durch einen Beißvorfall oder ähnliches, dann ist es komplett unabhängig, ob das ein Listenhund ist oder ob das ein Zwergspitz ist, ja, wenn dieser Hund auffällig geworden ist, bekommt er die Auflage, den verpflichtenden Hundeführerschein zu machen. Das heißt, es ist jetzt nicht ein klassischer Listenhundeführerschein im eigentlichen Sinne, sondern der kann auch auferlegt werden als verpflichtender und dann muss man ihn mit dem Hund, unabhängig welcher Rasse, der auffällig geworden ist, absolvieren. Man kann den auch mit einem ausgeborgten Listenhund absolvieren. Ich weiß nicht, ob das so die Frage Ich glaube, beantwortet. was man schon erwähnen muss, ist, ja, genau, die Frage war, spazieren gehen. Also das ist es nicht, sondern eben, es ist schon immer auf diesen einen Hund bezogen. Jetzt lese ich gerade, es gibt Tonprobleme. Ist es jetzt besser? Moment, ich Ich mache mache es das noch mal mal so. so. Jetzt ist es besser? Okay. Das tut mir leid, dass Sie das jetzt nicht gehört haben. Gut, sag es nur noch mal ganz kurz und letzte. Was wichtig ist, ist, dass es keinen blanko verpflichtenden Hundeführerschein gibt. Das heißt, Sie können jetzt nicht, weil Sie vielleicht irgendwann einmal mit einem Listenhund spazieren gehen möchten oder aufpassen möchten, diesen Hundeführerschein machen und dann mit jedem Listenhund spazieren gehen. Das geht also nicht, sondern wenn, dann ist es eben wirklich auf das konkrete Tier bezogen. Wenn Sie wissen, ich gehe immer mit dem Hund meines Freundes und das ist ein Listenhund, dann ist es natürlich notwendig und sinnvoll, dass Sie den dann mit diesem Tier eben machen. Aber ein Blanko-Hundeführerschein gibt es halt nicht. Dann haben wir noch, ich hoffe, dass das somit beantwortet ist, dann haben wir noch die Frage, genau, ob es auch für Nicht-Listenhunde in Wien eine Art Hundeführerschein oder ein Zertifikat gibt, beziehungsweise ob es die Pflicht gibt, irgendetwas in der Art zu haben. Ich hoffe, dass das eben die Frage kam, bevor die Folie kam zum geprüften Stadthund und zum Sachkundenachweis. Ich denke, dass sich das damit vielleicht ein bisschen geklärt hat. Sonst kann ich das auch kurz noch beantworten. Also für Nicht-Listenhunde gibt es kein Zertifikat oder so, das man haben muss in Wien. Aber man kann eben als Halter eines Nicht-Listenhundes den geprüften Stadthund machen. Und das ist einfach eine schöne Sache. Und wenn Sie mit Hunden eben spazieren gehen möchten oder sich da einfach ein bisschen weiter informieren möchten, tiefer reinkommen möchten, dann können wir in jedem Fall halt auch erwähnen, dass man diesen Sachkundekurs macht, wenn man da einfach doch wirklich sehr kompakt, wirklich tiefer reingeht und noch viel mehr Informationen bekommt als heute. Dann haben wir einige Fragen zum Thema Spaziergang.
Da fangen wir vielleicht mal mit einer ganz praktischen Frage an, die sicherlich für viele von Ihnen interessant ist. Und zwar hat eine Teilnehmerin gefragt, wenn ich mit zwei Hunden spazieren gehe, also wenn ich zwei Hunde von ihrem Zuhause abhole zum Spazieren und einer ist dann schon da, weil einer wird natürlich logischerweise als erstes geholt und dann hole ich den zweiten. Wie bringe ich die beiden Hunde dann am besten zusammen, wenn sie sich gar nicht kennen oder wenn sie sich halt eben nur vom gelegentlichen Spaziergang mal kennen? Hast du da Tipps, Simone? Also ja, grundsätzlich, wenn sich diese zwei Hunde noch gar nicht kennen, sollte auf keinen Fall der eine Hund einfach vor der Haustür des anderen Hundes stehen. Das heißt, wenn sich diese zwei Hunde nicht kennen, ist es eigentlich ratsam, dass man sagt, ich gehe mit dem einen Hund spazieren und bitte den Halter oder die Halterin des anderen Hundes, der neu dazukommen soll, zuerst mal ein, zwei Spaziergänge mitzugehen, damit man sich auf irgendwie neutralem Terrain treffen kann, damit die Hunde sich kennenlernen können. Und wenn die sich dann kennengelernt haben, steht dem eigentlich überhaupt nichts im Wege, zuerst den einen Hund zu nehmen, mit dem zum anderen Hund zu gehen, den abzuholen und mit beiden Hunden weiter spazieren zu gehen. Aber es ist wirklich vonnöten, dass diese Hunde sich vorher ordentlich kennengelernt haben, bevor man einfach mit einem vor der Haustür des anderen Hundes steht. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Dann haben wir zwei Fragen, die in Richtung Hundebegegnungen auf der Straße gehen. Und zwar, ich fasse sie mal zusammen. Die eine Frage ist, wie kann ich mich bei Spaziergängen präventiv verhalten, damit sich mein Hund mit fremden Hunden auf der Straße versteht? Das ist die eine. Und die andere Frage, wir hatten dann ja auch die Folie eben zum Thema Hundebegegnung. Da war die konkrete Frage dann, wie kann ich denn mit dem Hund üben, vorher Blickkontakt aufzubauen, bevor er eine Begegnung dann mit einem fremden Hund hat? Vielleicht kannst du zu den beiden Fragen was sagen. Okay. Also zum präventiven Hundeverstehen. Grundsätzlich kann man nicht, also man kann in keiner Begegnung ausschließen, in einer, vor allem in einer ganz neuen Begegnung, dass sich nicht ein Konflikt zwischen den Hunden aufbauen würde. Das kann man nie ausschließen. Ist man mit einem sehr gut sozialisierten Hund unterwegs, dann ist es natürlich so, dass man davon ausgehen kann, dass dieser Hund auch die Zeichen des anderen Hundes und die Kommunikationssignale deuten kann und entsprechend damit umzugehen weiß. Das wird aber trotzdem keine Grundsatzversicherung dafür sein, dass es klappt. Das heißt, damit Hundebegegnungen klappen, also präventiv, kann ich sagen, im besten Fall hat ein Hund zwei, drei wirklich, wirklich gute Freunde, mit denen er spazieren gehen kann, spielen, wo diese Hunde untereinander ganz, ganz viel Sozialverhalten zeigen und üben können. Weil je besser ein Hund das üben kann, je besser er auch einen anderen Hund kennt, desto feiner wird die Kommunikation. Und das kann er dann natürlich auch im Einsatz mit anderen Hunden oder im Umgang mit anderen Hunden einsetzen. Ausschließen, dass ein Konflikt auftritt, kann man eigentlich gar nicht. Also die Möglichkeit besteht nicht, es sei denn, man hält sich von anderen Hunden immer fern. Und so wie ich es vorhin schon gesagt habe, wichtig wäre es, dass sie nicht zu viele Begegnungen an der Leine zulassen und schon gar nicht vielleicht an einer straffen Leine. Eine Leine macht immer zusätzlich Spannung. Der Hund kann sich entweder durch die Leine, durch den Menschen dahinter bestärkt fühlen, sich ein bisschen weiter aus dem Fenster zu lehnen, oder er fühlt sich vielleicht in seinem Bewegungsradius eingeschränkt und wird unsicherer. Das heißt, bei Begegnungen an der Leine, um zu sagen, präventiv, ich möchte, dass diese Begegnung kommt zwar zustande, ich kann das nicht verhindern, aber ich möchte, dass es gut läuft. Leine locker lassen, den Hund freundlich, den eigenen Hund freundlich motivieren, flott weiterzugehen. Das heißt, bloß nicht in dieser Situation verharren. Alles, was statisch wird, ist für Hunde oft schwierig. Das heißt, es ist gut, sich fortzubewegen. Ein Hund geht in die eine Richtung, einer in die andere. Oder ein Halter, eine Halterin geht in die eine Richtung, der andere in die andere. Und ich kann meinem Hund auffordern, mitzukommen, und ihm damit die Möglichkeit geben, diese Situation aber schnell auch abzubrechen, wenn sie ihm vielleicht nicht angenehm ist. Ja? Aber das ist alles schon so ein bisschen Troubleshooting direkt in der Situation. Präventiv gibt es nur eins, nämlich dem eigenen Hund zeigen oder dem Hund, der einem anvertraut wurde, dass er sich verlassen kann, dass man ihm in solchen Situationen auch hilft. Annäherungen nie zu schnell gestalten, sondern lieber zuerst einen Bogen gehen, vielleicht von einer anderen Seite wiederkommen, langsam annähern und das üben. Ja. Und wie gesagt, den Hund ordentliches Sozialverhalten üben lassen, aber mit guten Hundefreunden.
ja, mit denen er sich wirklich darauf einstellen kann und das nicht zu einer aufgeheizten Situation mit vielen anderen neuen Hunden wird. Und die zweite Frage, ganz kurz, das war, wie kann ich Blickkontakt aufbauen üben, Genau, oder? den Ja. Kontakt aufbauen bei Hundebegegnungen. Blickkontakt bei Hundebegegnungen aufzubauen, ist etwas, das der Hund üben muss, und zwar nicht in der Begegnung selbst, sondern vorher. Das heißt, wenn ich möchte, dass der Hund in Hundebegegnungen Blickkontakt zeigt und bei mir nachfragt, muss er zuerst mal ohne Ablenkung im Wohnzimmer oder in der Küche gelernt haben, auf Signal den Menschen anzuschauen. Kann er das? Kann ich es mal auf der Straße üben, auch ohne Ablenkung? Und erst wenn das gut klappt, kann ich mit dem Hund üben, auf ganz große Distanz, wenn ich sehe, da 500 Meter weiter kommt ein Hund. Der Hund, mit dem ich unterwegs bin, hat den gesehen, der hat schon den Fokus oder das ist ein anderer Hund. Und dann kann ich ihn ansprechen, kann sagen, hey Fifi, der schaut mich an und ich sage, boah, super gemacht und er bekommt ein Leckerli. Das heißt aber, jedes Verhalten, das ich vom Hund möchte, das er in einer bestimmten Situation zeigt, muss zuerst kleinschrittig vorher im ablenkungsarmen oder am besten ablenkungsfreien Bereich geübt und aufgebaut werden. Super, vielen, vielen Dank. Spaziergang unterwegs sein mit dem Hund. Wir haben da noch einige Fragen zum Thema Bellen bekommen. Schauen wir mal, ob man das in der Kürze so beantworten kann. Und zwar ist die eine Frage, ich packe es auch wieder zusammen, ja. Wie reagiert man auf Verbellen als Halter oder Halterin oder als Spaziergeherin, Spaziergeher? Soll man den Hund eher mit Leckerlis ablenken oder verstärkt man dann nur das Verhalten damit? Oder soll man es halt lieber ignorieren, wenn der Hund andere verbellt? Das ist die eine Frage. Und die andere, die schließt ein bisschen daran an. Da geht es konkret darum, was tun, wenn ein Hund eine Person auf der Straße anbellt? Wie kann man ihm das abgewöhnen? Mit dem Zusatz, das passiert eher in der Nacht, in diesem Fall, wenn der Hund überrascht wird von der anderen Person. Was kannst du uns da sagen, Simone? Also ganz grundsätzlich ist es genau dasselbe Thema, das wir gerade hatten. Wie baue ich Verhalten auf? Verbellt ein Hund Menschen, andere Hunde, was auch immer? Ja, bestimmte Situation, der Hund verbellt etwas ganz regelmäßig. Wie die Autorin dieser Frage oder der Autor schon richtig gesagt hat, mit Leckerlis vollstopfen in dieser Situation, wenn der Hund bellt, wird es wahrscheinlich dazu führen, dass er in Zukunft noch mehr bellt. Aber auch ignorieren wird dem Hund mit größter Wahrscheinlichkeit nicht helfen. Diese Verbellerei kommt wahrscheinlich aus Unsicherheit, Angst. Der Hund hat die Situation nicht gut genug geübt oder es ist Stress. Das heißt, er bellt, um mehr Abstand zu bekommen, so wie wir das auf dieser kleinen Hundefolie hatten. Und wenn ich jetzt den Hund mit Leckerlis vollstopfe, schüre ich erstens den Konflikt, dass er in der unsicheren Situation ist, aber gleichzeitig bekommt er was zu essen. Und gleichzeitig verstärke ich dieses Bellen. Wenn ich ihn ignoriere, lasse ich ihn ganz allein im Regen stehen. Beides ist nicht gut für den Hund. Grundsätzlich wäre es auch hier die richtige Taktik, zuerst ein Signal zu üben mit dem Hund, und das nennt sich Alternativverhalten, ja? Ein Alternativverhalten aufzubauen, das sich mit dem Verbellverhalten nicht verträgt. Das heißt, zum Beispiel soll der Hund, wenn er einen anderen Hund sieht, seine Nase auf meine Hand legen und soll an diesem anderen Hund vorbeigehen. Dann kann er, also er kann nicht gleichzeitig seine Nase auf die Hand legen und den anderen Hund verbellen. Das geht nicht. Das heißt, wir sprechen von einem Alternativverhalten. Und damit der Hund dieses Alternativverhalten lernt, muss er das zuerst wieder ganz kleinschrittig und im ablenkungsfreien Bereich üben. Und dann wird dieses Verhalten immer mehr in die Realität, in den Alltag integriert, auf große Distanz und später auch auf kleinere Distanz geübt, bis der Hund ordentlich dran vorbeigehen kann. Und über dieses ganze Training wird der Hund auch sehr viel mehr Sicherheit in seine eigenen Fähigkeiten bekommen und Sicherheit in ihre Fähigkeiten als Gassigeher, Hundehalterin, dass sie auch wissen, was in ihm vorgeht, und er sich darauf verlassen kann, dass sie die Situation entsprechend regeln. Das heißt, haben sie diese Situationen noch nicht geübt und es passiert trotzdem, sie haben keine andere Möglichkeit, dann versuchen Sie bitte immer zwischen sich, zwischen dem Auslöser, ob das jetzt ein Mensch, ob das ein Hund ist, ganz unabhängig, zwischen dem Auslöser und zwischen dem Ihnen anvertrauten oder Ihrem eigenen Hund zu sein.
und versuchen Sie, einen Bogen vorbeizugehen. Das heißt, Sie kreieren eine Barriere mit Ihrem eigenen Körper, eine Barriere, die dem Hund Sicherheit gibt. Und sollten Sie dieses Signal schon geübt haben, zum Beispiel dieses Anschauen, ja, angenommen, mein Hund ist auf dieser Seite neben mir, dort ist ein anderer Hund, und er würde mich anschauen sollen, dann sage ich zu ihm, bitte schau mich an. Und mein Hund muss nur ein Stück hinaufschauen und ist schon mit mir in Kommunikation. Ja? Und er kann trotzdem den anderen Hund oder den Mensch, den Auslöser, im Blickfeld behalten. Habe ich das jetzt umgekehrt? Ich habe meinen Hund auf dieser Seite, den Auslöser auch auf dieser Seite. Der Hund macht das, was er immer tut, nämlich er fängt an, wie wild zu verbellen. Dann kann er mich überhaupt nicht mehr anschauen, weil er müsste sich 180 Grad umdrehen und vom Auslöser wegdrehen, was für ihn enorm schwierig ist. Das heißt, wenn Sie solche Situationen gar nicht geübt haben, versuchen Sie zumindest einen Bogen zu gehen und zwischen dem anderen Hund und dem eigenen oder anvertrauten Hund zu bleiben, damit es für den Hund einfacher ist. Und was das Anbellen am Abend angeht, wenn der Hund sich erschreckt, ja, weil beides ist ja irgendwie anbellen, aber es geht darum, dass sie ein Alternativverhalten erst trainieren müssen. Das dauert ganz einfach. Also das ist etwas, da gibt es keinen Trick, wo ich Ihnen jetzt sagen kann, so, du machst das und dann funktioniert das auch. Das muss man einfach wirklich gemütlich auftrainieren, muss sich die Zeit nehmen und dem Hund die Sicherheit geben. Gerade am Abend ist es häufig so, dass Hunde ein bisschen reaktiver sind, weil sie schon den ganzen Tag in den Knochen haben. Ja, das war vielleicht ein aufregender Tag. Am Abend sind die Nerven dann schon aufgebraucht für diesen Tag und dann wirken Dinge erschreckender, als sie sonst wären. Wenn Sie sagen, der Hund reagiert gerade am Abend oft aufgeregter, dann versuchen Sie, die Abendrunde kurz und entspannt zu halten. Gehen Sie vielleicht nur noch einmal Pipi machen, großes Geschäft erledigen, wenn notwendig. Und halten Sie den Abendspaziergang lieber kürzer, damit der Hund schneller zur Ruhe kommen kann. Super, vielen, vielen Dank. Dann gibt es noch Fragen zum Thema Beschäftigung eigentlich. Und zwar hat da ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin gefragt, wie kann man sich mit einem aufgeweckten Hund ohne Leckerli ruhig beschäftigen? Beziehungsweise welche Spiele empfehlen Sie zum Ruhigwerden? Also grundsätzlich sind alle Spiele, die mit Futter und mit Suchen zu tun haben, gute Spiele. Wenn Sie überhaupt gar nichts mit Futter zu tun haben möchten, womit Sie sich aber schon selbst stark in Ihrem Beschäftigungsradius mit dem Hund einschränken, dann versuchen Sie lieber Dinge zu tun, wo Sie vielleicht den Hund über einen Baumstamm klettern lassen, ihn ein bisschen seinen Bewegungsradius erkunden lassen. Ja? Das nennt sich Propriozeption. Da geht es um, wie findet der Hund sich im Raum wieder, wie ist seine räumliche Orientierung. Sie können den ein bisschen balancieren lassen. Das geht nicht nur im Wald, da kann man auch bei der Donau zum Beispiel auf den Stegen kleine Spiele machen. Dazu muss man keine Leckerlis verwenden. Aber ganz grundsätzlich alles, was mit Suchen zu tun hat, ob das jetzt zum Beispiel ein Spielzeug ist und ich verstecke das und lasse es den Hund suchen, alles, was mit Suchen zu tun hat, Schlecken, Kauen, beruhigt. Ruhige Bewegungen, balancieren, wo drauf springen, oben vielleicht ein paar Übungen machen, sind auch etwas, das für den Hund gut ist, wenn er ein bisschen seine körperlichen Fähigkeiten erforschen muss, aber dabei nicht mit Rennen, Springen, Hetzen, sondern mit ruhigen Bewegungen balancieren, ein bisschen aufpassen, wo die eigenen Füße hinsteigen, vielleicht auch Übungen aus der Bodenarbeit hernehmen und sagen, ich lasse einen Hund langsam über eine Leiter, die ich auf dem Boden auslege, durch die Sprossen gehen, damit er mal anfängt, seine Füße zu sortieren, seine Pfoten zu sortieren. Sowas ist eine gute Sache. Ja, das wären so die Möglichkeiten, die man hat. Entschuldigung, jetzt bin ich wieder mute. Oder wenn Sie natürlich sagen, Sie schließen sich einer Gruppe mit Mantrailing an und Sie lassen den Hund Menschen suchen. Da geht es aber dann schon in einen Bereich, den man nicht mehr ganz alleine machen kann. Ja, da braucht man dann zumindest eine andere Person dazu. Aber alles, was mit Suchen zu tun hat,
lässt sich auch ohne Futter im Grunde genommen machen, mit Spielzeug, mit Geruchsträgern von Menschen. Das heißt, ich verstecke zum Beispiel mein Halstuch oder sonst irgendetwas und sage zum Hund, er soll das bitte wiederfinden. Oder man macht eine Verlorensuche, lässt einen Gegenstand fallen, geht ein Stück weiter und schickt den Hund dann denselben Weg zurück und er soll diesen Gegenstand wieder suchen. All diese Möglichkeiten gibt es, um den Hund artgerecht zu beschäftigen und auch zur Ruhe zu bringen. Super, vielen Dank. Dann war noch die Frage, gibt es bestimmte Hundebetten, die für Hunde gesünder sind zum Liegen als andere? Das ist eine sehr schwierige Frage. aber deswegen, weil alle Hunde unterschiedlich sind und sehr unterschiedliche Vorlieben haben, wo sie liegen. Wenn man jetzt nach Hundezubehörverkäufern gehen würde, dann gibt es diese Orthobeds. Und diese orthopädischen Hundebetten bestehen aus einem Memory-Schaum-Unterlage. Und man sagt, dass Hunde auf diesen Betten sehr gut und sehr gesund liegen. Wenn man sich jetzt aber so durch die Bank Hundehalterinnen anhört, dann sagen die meistens, ich habe meinem Hund ein Orthobett gekauft und er liegt am Steinboden daneben. Ja? Also Hunde haben sehr, sehr unterschiedliche Vorlieben und das beste Hundebettchen, und so gut gemeint es auch ist, kann vom Hund verschmäht werden. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, je plüschiger das Fell, ganz besonders Hunde mit sehr vielen Locken, also Dudelvarianten, Pudel, Wasserhunde, liegen sehr gerne nur auf dünnen Matten oder sogar am Boden. Langhaarige Hunde haben es dann schon gern eine Spur weicher und besonders Hunde ganz ohne jegliche Unterwolle, also diese ganz, ganz kurzhaarigen Hunde, denen auch schnell frostig wird, die haben sehr gern diese Donutkörbchen, das sind diese ganz runden Körbchen und die sollen dann gar nicht so viel größer sein als der Hund selbst, damit er sich einrollen kann. Und von den hohen Wänden, also dieses Donutkörbchen haben hohe Wände, und da strahlt dann die Wärme vom Hund zurück. Das heißt, er wird da gut gewärmt. Aber das ist tatsächlich etwas, was man in den meisten Fällen dem Hund selbst überlassen muss. Da kann man es noch so gut meinen und der Hund legt sich daneben und sagt, danke, brauche ich nicht. Ist natürlich auch sehr jahreszeitenabhängig. Aber gesünder oder nicht gesünder entscheidet tendenziell der Hund für sich. Ja, das kann ich bestätigen. Am besten ist sowieso das Bett der Hundeeltern wahrscheinlich. Kennen das viele Teilzeithundehalterinnen oder auch Vollzeithundehalterinnen, dass das immer noch am bequemsten ist. So, dann haben wir noch eine Frage zum Thema Markieren. Und zwar hat da eine Teilnehmerin gefragt, wie viel Markieren ist normal und was tun, wenn der Hund zu Hause markiert? Ich würde davon ausgehen, dass es sich dabei um einen Rüden handelt, der zwischen 6 und 18 Monate alt ist. Pi mal Daumen. In der Zeit haben die ganz großen Hormonüberschuss und da passiert diese Markiererei schon mal zu Hause. Das ist aber grundsätzlich etwas, das trotzdem nicht so ist, dass ich sage, da müssen Sie jetzt unbedingt durch. Das ist normal und das müssen Sie jetzt vertragen in den nächsten paar Monaten, sondern das gehört ganz, ganz aktiv trainiert. Und es gibt natürlich schon auch Rüden, die hypersexuell sind. Und das soll jetzt kein Plädoyer fürs Kastrieren werden, bitte. Ja, ich weiß, Kastrieren ist ein ganz, ganz emotionales Thema. Es gibt aber nachweislich tatsächlich hypersexuelle Rüden. Das stellt aber der Tierarzt fest. Das ist keine Pi mal Daumen-Diagnose, wo ich sage, ich glaube, meiner ist hypersexuell, ja? Sondern es ist etwas, was wirklich der Tierarzt feststellt und dann sagt, ja, ein hypersexueller Rüde gehört wirklich kastriert. Ansonsten ist es etwas, das trainiert gehört und wo man den Rüden nochmal daran erinnern soll. Mein Freund, wir hatten das eigentlich schon nach draußen verlagert und es bleibt auch bitte so. Und gerade Rüden, die sowas dann meistens fangen die ja gar nicht bei sich selbst zu Hause an, sondern wenn sie dann in andere Haushalte gehen. Das heißt, man geht mal zu Freunden und plötzlich pinkelt der Rüde rein, der schon stubenrein war. Ja, das ist so Jungrüdenverhalten und da hilft es schon, den zu Anfang in der größten Aufregung, dieser Begrüßungsaufregung, ist auch oft ein Aufregungsthema, an der Leine zu lassen.
ein Grau-Futterspielzeug mitzunehmen, eine Ruhedecke, ein Spannungssignal auftrainiert zu haben, damit er auch in neuen Situationen wirklich dann nicht überfordert ist und in seiner Aufregung alles vollbieselt, sondern man ihn ein bisschen kontrollieren kann. Wie viel Markieren normal ist, ist ganz relativ. Und für mich als Hundetrainerin ist das immer so ein bisschen eine schwierige Frage, weil ich grundsätzlich schon auch meinem Rüden vermitteln kann, wo und wann darfst du markieren und wo und wann ist es eher nicht angebracht. Ja? Und ein Rüde muss nicht alle 3 Meter sein Bein heben und alles vollbieseln, was sich bietet. Ja? Also das wäre schon so, wo ich sage, normal oder nicht normal ist immer ein bisschen relativ, aber das wäre dann tendenziell nicht normal, wo ich sage, das sollte man sich vielleicht mal in einer Verhaltensberatung anschauen lassen, und auch schauen, was es für Maßnahmen gibt, um den Spaziergang für den Hund so zu gestalten, dass er das vielleicht lernt, sich ein bisschen einzuteilen. Ja? Aber ganz grundsätzlich, meistens geht es da um ganz, ganz große Aufregung und Stress. Ob das hormonbedingt ist oder ob das vom Alltag her kommt, kann man nicht sagen. Aber exzessives Markieren ist entweder Stress oder Hypersexualität. Den zweiten Punkt würde der Tierarzt feststellen. Wunderbar, danke für die ausführliche Antwort. Und du hattest mit deiner Einschätzung, dass es ein Rüde zwischen 6 und 18 Monaten ist, offensichtlich recht, weil die Fragende das gerade noch mal bestätigt hat, dass du da also ganz richtig gelegen hast. Also wir hoffen, dass die Antwort hilfreich war. Wir nähern uns auch langsam dem Ende. Wir haben noch ein paar Fragen. Wer jetzt eben noch eine ganz dringende Frage hat, bitte jetzt im Chat schreiben. Jetzt geht's gleich rund. Jetzt kommen hier schon die nächsten Fragen. Nur, dass Sie das wissen. Also ein paar Minuten haben wir noch. Ich habe noch eine Frage, die ich eben auch selbst beantworten kann. Das war noch mal zum Thema geprüfter Stadthund. Den hatten wir vorhin auch vorgestellt. Und da wird man ja dann fürs Folgejahr von der Hundeabgabe befreit, wenn man diese Prüfung erfolgreich absolviert hat. Da war jetzt die Frage, ob man die Hundesteuer oder ob man nochmal befreit wird, wenn man bereits den freiwilligen Hundeführerschein gemacht hat. Dazu nur zur Klärung: Der geprüfte Stadthund ist der freiwillige Hundeführerschein, wie er früher hieß. Er wurde umbenannt. Das heißt, wenn Sie mit Ihrem Hund schon vor mehreren Jahren den freiwilligen Hundeführerschein gemacht haben und da schon dann einmal von der Hundeabgabe befreit worden sind, dann können Sie jetzt mit demselben Hund natürlich gerne auch noch mal die Prüfung zum geprüften Stadthund machen. Aber diese Befreiung der Hundeabgabe, die ist dann ja schon passiert. Das heißt, das wird in der Tat nicht noch mal gemacht. Wenn Sie natürlich mittlerweile einen neuen Hund haben, können Sie sehr gerne wieder diese Prüfung dann zum Stadthund machen und werden dann dieser Hund wird dann natürlich auch von der Hundeabgabe dann im nächsten Jahr befreit, weil der ja noch nicht ja, in den Genuss gekommen ist quasi. Ansonsten nur noch mal der Hinweis, dass bitte, wir haben es eben auch in den Chat geschrieben, alle weiteren Fragen zum verpflichtenden Hundeführerschein und zum Thema Listenhunde, verpflichtende Hundeführerschein, bitte, bitte an die MA 60 stellen. Das ist die zuständige Stelle. Da bekommen Sie alle Informationen, wenn Sie da konkrete Fragen haben, bitte dann auch an die MA 60 wenden. Und jetzt kommen wir noch zum großen Fragenfinale. Wir haben jetzt hier noch die Frage, da weiß ich jetzt nicht, ob der Teilnehmer schon bei dem ganzen Vortrag dabei war. Ansonsten kann ich auch noch mal empfehlen, sich den Vortrag im Anschluss, wir werden es in den nächsten Tagen die Aufzeichnung online stellen auf unsere Website www.tieranwalt.at. Das heißt, da können Sie dann bekommen Sie auch noch mal eine Menge Tipps dazu. Aber die konkrete Frage war jetzt, ich habe ein Deutsch-Kurzhaar. Was würde uns beiden helfen, in der Stadt bequem locker Gassi zu gehen? Er hat viel Stress, will alles essen auf der Straße und zieht dann. Simone, kannst du noch mal einen ganz kleinen Abriss geben vielleicht? Ein ganz kleiner Abriss, nachdem es, wie Sie selber schon wahrscheinlich ganz gut erkannt haben, um Stress geht, macht es Sinn, die Spaziergänge anfangs kurz zu halten, gewohnte Wege zu gehen. Ja, also Routine bringt Sicherheit und zu versuchen, gerade mit einem Deutsch-Kurzhaar, so viel wie möglich auch ein Stück aus der Stadt rauszukommen, um in verkehrsbefreiter, ruhiger Umgebung
den Hund, dem Hund nachzukommen, seinem Erkundungsbedürfnis und seinem Schnüffelbedürfnis, gerade so ein Deutsch-Kurzer, das ist halt ein Wald- und Wiesenhund, und der möchte auch im Wald schnüffeln. Für dieses vom Boden essen, das gehört in Wirklichkeit trainiert. Der Hund muss tauschen, teilen lernen. Das heißt, er muss lernen, wenn er etwas findet, dann kann er das gegen einen besseren Gegenstand oder ein besseres Futter eintauschen. Und natürlich auch für alle nochmal, denen vielleicht das Tauschen, Teilen nicht genug war. Das richtet sich jetzt wirklich an Leute, die mit dem Hund klassisch Gassi gehen, die nicht so viel trainieren. Aber für Menschen, die mit ihrem eigenen Hund unterwegs sind, gibt es nicht nur Tauschen und Teilen, sondern es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dem Hund beizubringen, dass er, wenn er etwas findet, das anzeigt und das gar nicht aufnimmt, sondern anzeigt, ich habe was gefunden, und dafür dann mit Signal belohnt wird. Ja? Oder dass er ein Signal bekommt, alles, was er gerade aufgenommen hat, auch wieder auszuspucken und dann belohnt wird. Für all diejenigen Zuhörerinnen, die mit Hunden nur Gassi gehen, nicht mit dem eigenen Hund unterwegs sind, reicht es völlig aus, das Gefundene gegen etwas Besseres zu tauschen. Ja? Und für den Deutsch-Kurzer bitte unbedingt kurze Gassi-Runden, viel Routine und versuchen Sie mit dem Hund aus Wien rauszukommen oder halt an die Randgebiete zu fahren. Ich sage jetzt zum Beispiel am Wilhelminenberg oder auf die Sophienalpe, irgendwo, wo der Hund wirklich ein bisschen befreit unterwegs sein kann. Ja, am besten an einer Schleppleine gesichert, weil wenn es ein sehr aufgeregter Hund ist, dann wird er wahrscheinlich schnell auch abzischen. Das heißt, bitte mit Schleppleine sichern und ihm aber auch einen größeren Bewegungsradius geben als den, den er an der kurzen Leine hätte in der Stadt. Und dann ist es natürlich sinnvoll, dass die Leinenführigkeit auch explizit zu üben. Das aber nur dann, wenn der Hund nicht vor lauter Stress total durch die Decke knallt, weil dann wird er nicht aufnahmefähig sein, und das Üben wird ihm sehr schwer fallen. Super, vielen, vielen Dank für diese super Zusammenfassung. Ich hoffe, das hat geholfen. Jetzt haben wir noch eine, ja, wirklich ganz schöne, schreckliche Frage eigentlich zum Abschluss, muss man sagen. Schön, weil es irgendwie zeigt, ja, wie sensibel Hunde auch sind und was da auch für Verbindungen entstehen können, aber auch traurig. Ich werde es einfach mit Ihnen teilen, dann machen Sie sich selbst ein Bild. Mach dich bereit, Simone. Und zwar hat eine Teilnehmerin gesagt, dass sie oft mit Tierheimhunden spazieren geht und dass ein Hund davon, ein vierjähriger Hund, immer mit ja, dem Kollegen aus dem Tierheim brav und gerne spazieren gegangen ist mit ihr. Und jetzt wurde aber eben dieser Hundefreund aus dem Tierheim, der immer dabei war, vermittelt. Und seitdem mag also die Hündin nach ein paar hundert Metern vom Tierheim gar nicht mehr weitergehen. Und legt sich hin, setzt sich hin, mag einfach nicht mehr, lässt sich streicheln, alles fein, aber der Spaziergang ist für sie dann zu Ende und man muss wieder mit ihr Richtung Tierheim zurückgehen. Da zieht sie dann wirklich und will dann schnell zurück. Jetzt fragt sie, wie kann man ihr denn diesen Spaziergehstress nehmen oder wie kann man ihr diese Freude zurückgeben, dass sie halt auch ohne ihren Gefährten, der jetzt leider nicht mehr dabei ist, weil er zum Glück vermittelt wurde, dass sie trotzdem das wieder genießen kann, diese Ausflüge aus dem Tierheim, diese Spaziergänge. Hast du da einen Tipp? Also die große Frage ist, warum sie gar nicht spazieren gehen möchte, ob der andere Hund ihr vielleicht so viel Sicherheit gegeben hat. Also die große Frage ist, nimmt sie noch Futter an oder lässt sie sich unter Anführungszeichen nur streicheln, nimmt sie Futter auch noch an? Ansonsten hat ihr der andere Hund vielleicht so viel Sicherheit gegeben, dass sie sich jetzt einfach nicht weiter wegtraut ohne den. Dann wäre es natürlich gut, ihr wieder einen Freund zu finden, mit dem das gut funktioniert. Ansonsten müsste man sich langsam ans Thema rantasten und schauen, was sind eigentlich die Dinge, die sie wirklich gerne macht. Vielleicht gibt es irgendwelche Spiele, die sie sehr gern hat. Vielleicht kann man mit ihr schauen, dass man immer ein paar Schritte weitergeht oder mal einen anderen Weg geht, um das interessanter zu machen. Aber falls es Unsicherheit zuzuordnen ist, muss man sich halt jetzt langsam und gemütlich wieder rantasten und sie ein bisschen aus der Reserve locken, wieder ein bisschen aus dem Schneckenhaus holen,
Natürlich ist es für Hunde, die sich sehr gut verstehen und die wirklich einen ganz festen Hundefreund hatten, sehr, sehr schwierig, dann zu sagen, okay, der ist jetzt einfach weg. Besonders für Tierheimhunde, die sich ohnehin stark an Konstanten klammern, ja, weil es jetzt selten eine Menschenkonstante gibt, die immer bleibt. Dann hat diese Hündin jetzt eine Konstante in diesem Hundefreund gefunden. An das klammern sich Tierheimhunde dann ganz stark. Und auch an Rituale, das brauchen Tierheimhunde, Rituale und Routinen. Und dann muss man wieder eine neue Routine finden, aber sie vielleicht auch mit irgendetwas, das sie wirklich gern macht, irgendetwas, wofür sie sich begeistern kann, aus der Reserve locken. Und falls vielleicht das eine Option ist, weiß ich nicht, ich rate jetzt nur, mit dieser Hündin ein Stück zu fahren, kann man vielleicht auch versuchen zu sagen, man geht mal nicht vom Tierheim nur weg, sondern man packt sie ein, bringt sie an einen Ort, an dem sie vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen gemacht hat, den sie interessant findet, wo sie vielleicht vergisst, dass ihr Hundefreund jetzt gar nicht dabei ist, weil sie sich denkt, das ist ein ganz neuer Ort, ich möchte mir den jetzt in Ruhe erkunden. Kann vielleicht auch eine Lösung sein. Ja? Wir haben jetzt gerade auch noch die Info bekommen im Chat. Ja, sie nimmt gern Leckerlis. Das ist beruhigend, dass das weiterhin funktioniert und dass darauf Verlass ist. Und ich denke, mit deinen Tipps wird man dann sicherlich daran arbeiten können, dass die Kleine ihren Spaziergang, ihren Ausflug vom Tierheim auch wieder genießen kann, auch wenn ihr Hundefreund jetzt nicht mehr dabei ist, aber dafür ihre Menschenfreunde. Also ich bin mir sicher, mit deinen Tipps, Simone, wird das gut klappen. So, ansonsten würde ich sagen, wir sind jetzt am Ende angekommen. Was ganz wichtig ist, das Wuffina ist jetzt zu Ende, ja, aber Sie können jederzeit, wenn Sie Fragen haben zum Thema Hunde, zum Thema Spazierengehen, zu anderen Tieren, alles, was quasi mit Tieren in Wien zu tun hat, sage ich jetzt mal ganz großspurig. Nein, aber wirklich, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann können Sie sich jederzeit zum einen auf unserer Website informieren. Wir haben ganz viele Informationen zu den verschiedensten Themen bei uns auf der Website www.tieranwalt.at. Da gibt es auch nochmal die Broschüren, die Simone heute gezeigt hat und erwähnt hat, zum Download, sind alle dort verfügbar. Und Sie können sich natürlich auch jederzeit per E-Mail mit uns in Verbindung setzen, post@tow-wien.at, wenn es eben weitere konkrete Fragen gibt oder Sie einfach ja, Beratung brauchen, wie Sie mit Ihrem Tier, Ihrem Teilzeittier umgehen sollen. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Vortrag heute halten konnten. Ich glaube, da spreche ich für meine Kollegin. Genau, Simone ist auch ganz happy. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat, dass Sie viel, viel, viel daraus mitnehmen konnten. Aber wenn ich mir so das Feedback in den Kommentaren anschaue, dann glaube ich, ja, war das auch für Sie ganz, ganz hilfreich. Noch einmal der Hinweis, das Ganze wird in den nächsten Tagen auf tieranwalt.at online gestellt. Das heißt, Sie können sich den Vortrag auch noch einmal anschauen, die Aufzeichnung, beziehungsweise können den natürlich auch gerne an weitere Freunde, Verwandte weiterleiten, wenn es mal darum geht, irgendwie den Umgang mit Hund einfach ein bisschen, ja, mit mehr Informationen, mehr Hintergrundwissen zu gestalten. Und wir wünschen jetzt einfach noch einen schönen Abend, gehen jetzt alle in den wohlverdienten Feierabend und hoffen, dass wir uns bei einer anderen Veranstaltung irgendwann dann vielleicht auch mal live wiedersehen werden. Also vielen, vielen Dank von der Tierschutzombudsstelle und allen einen schönen Abend. Dankeschön.